Dann sage ich also nochmal herzlich willkommen zum Climate Day 21. Wir haben das natürlich jetzt alles auf Englisch geplant. Mein Name ist Beatrice Gola, ich bin ein Mitglied auf dem Vorstand der Nagelschneider Stiftung. Und wir wollten eben alle in ihren Sprachen begrüßen. Es gibt hier Studenten, ungefähr, glaube 40 oder 50 eingeschrieben am Filmfest, die aus der ganzen Welt kommen. Jetzt sind wir heute unter uns, dann machen wir das jetzt mit den Leuten, die hier sind. Die Nagelschneider Stiftung wurde von unserer Großmutter vor 20 Jahren gegründet. Eine Stiftung, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Erforschung erneuerbaren Energien zu fördern. Diese Förderung findet so statt, dass es Promotionsstipendien gibt. Es sind auch einige von den Stipendiaten und von den betreuenden Professoren da. Da freuen wir uns sehr, dass sie alle extra nach München gekommen sind, trotz dieser bisschen widrigen Situation mit Corona. Und alle Leute, die uns jetzt im Livestream zuschauen, die begrüßen wir natürlich auch ganz herzlich. Das sind Leute, die entweder nicht kommen konnten oder aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen dürfen oder kommen wollten. Die begrüßen wir natürlich auch ganz herzlich. Warum sind wir heute hier? 40 und 20. Das Film School Fest hätte jetzt letztes Jahr seinen 40. Geburtstag gefeiert und wir von der Nagelschneider Stiftung den 20-Jährigen. Und da kam die Idee, doch mal etwas Besonderes zu machen. 40 und 20, das soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt schon praktisch lauter alte 60er sind, sondern ganz im Gegenteil, sind 40 Jahre Erfahrung vom Film School Fest und 20 Jahre Förderung von den erneuerbaren Energien von der Nagelschneider Stiftung. Und diese Zusammenarbeit gibt es jetzt mit dem Film School Fest seit 14 Jahren. Seit 14 Jahren sponsern wir von der Stiftung den Climate Clip Award hier am Film School Fest. Das sind Climate Clips, die 3 Minuten lang sich mit dem Thema Klima, Climate Change, alle möglichen Themen, die von Wasser sparen, Erderwärmung, Fake News, alles, was wir da schon hatten, sich damit beschäftigen. Und die Climate Clips gibt immer 3 Preise. Dieses Jahr sind die Preise an 3 ganz verschiedene Filme gegangen. Das eine ist ein Film, der sich mit Fast Fashion beschäftigt, wo es darum geht, die Ressourcenverschwendung bei der Textilproduktion. Ein anderer Film, der kam aus Kolumbien, beschäftigt sich mit dem Bewahren der Mutter Erde, praktisch als Ort für die Menschen in Zukunft. Und der dritte Film dieses Jahr, Terra, das war ein ganz kurzer Spot aus Italien, ich glaube bloß 40 Sekunden, beschäftigt sich mit dem Recycling von Plastik. Wir hatten aber auch schon Filme vom Iran, aus Polen, also wirklich praktisch von der ganzen Welt. Und es ist sehr interessant, über die letzten Jahre zu beobachten, wie die jungen Leute sich mit diesem Thema beschäftigten. Von apokalyptischen, düsteren Filmen bis lustigen Comics hatten wir schon alles. Und das bringt mich jetzt dazu, ich möchte gerne die Leute im Saal begrüßen. Geht es hier? Geht das Mikro? Ja, wunderbar. Also ich freue mich ganz herzlich, dass ich die Leute begrüßen darf, die nachher auf dem Podium sitzen für die Diskussion. Jetzt fange ich mal bei den Damen an. Ich würde jetzt mal bei der Dame anfangen, die uns schon ganz lange begleitet. Liebe Brigitte Bruns, wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Brigitte ist aus München, vom Filmzentrum in München und ist bei uns in der Jury und betreut uns als Nichtfilmer bei der Jury und Jurybegründung von den Climate Clips. Dann darf ich begrüßen Frau Sanne Kurz als Mitglied des Bayerischen Landtags. Dann darf ich begrüßen Frau Wohlmuth. Wo sitzt sie jetzt? Von der Stadt München aus dem Kulturreferat sehe ich jetzt gerade nicht, wo die Dame ist. Ah, da ist sie. Entschuldigung, jetzt habe ich sie nicht gesehen. Gut, und dann begrüßen wir natürlich Dieter Koslik unter uns. Die Filmleute werden ihn kennen. Ehemaliger Leiter der Berlinale, der sich auch mit dem Thema Klima und Green Producing beschäftigt. Wir hatten da neulich ein sehr anregendes Gespräch zusammen. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Green Producing ist sicher noch, werden wir nachher auch drauf kommen, ein großes Thema, auch wenn es für uns jetzt im Hintergrund steht von den Wissenschaftlern, aber Filme und Fernsehen sind die, die dann praktisch die grünen Themen auch verbreiten. Dann darf ich begrüßen Frau Patricia Barth und Judith Niemeyer. Beide haben bzw. arbeiten bei Constantin Film in München. Einmal die Frau Barth in der Herstellungsleitung, die ihre Kollegin vertritt, die leider heute Corona-bedingt nicht kommen kann. Und Frau Niemeyer als Consultant für Green Producing, praktisch die Firmen und die Filmhersteller und Filmproduzenten darin berät, wie man die Filmproduktion grüner machen kann, ressourcenschonender, energiesparender machen kann. Und dann natürlich unsere Professoren. Da haben wir zum einen den Professor Fischedick vom Wuppertal-Institut.
der uns gleich in seinem Keynote-Vortrag was über die Vision für die nächsten 10 Jahre in Climate Change und Climate Protection erzählen wird. Dann haben wir den Professor Wüstenhagen von der Uni St. Gallen. Der wird dann den einen Workshop machen. Die beiden Workshops finden danach in den Kinos da draußen statt. Und dann haben wir als Vertreter der ganz jungen Generation Emily Binding von Fridays for Future München hier. Wir selber haben sie ja gesehen, sind hier praktisch mit der Familie, praktisch in der 3. Generation. Unsere Großmutter hat es gegründet. Im Vorstand sind wir alle meine Generation und die nächste Generation sind die jungen Leute, die sie hier betreut haben. Und dann begrüße ich natürlich die ganzen anderen Professoren, die auch da sind von Regensburg und vom ISE Fraunhofer, die uns schon seit langem praktisch mit Studenten versorgen und wir dann die Studenten und die Promotionen fördern. Gut. Herzlich willkommen natürlich auch an alle anderen. Dann müssen wir natürlich ganz herzlich Danke sagen an unsere Partner, um diesen Tag hier überhaupt zu veranstalten. Leider sehe ich die Elena jetzt nicht. Ich hätte sie gerne auch hier im Raum begrüßt. Wo sitzt sie denn? Also gut, wenn sie da ist, dann wird sie uns hören. Ich sehe sie hier gerade nicht. Elena Diesbach, die hier das Haus vertritt von der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Und dann natürlich das ganze Team, die es mit uns vorbereitet haben und die uns auch immer bei den Climate Clips betreuen, vom Film School Fest in München, mit der Führung von der Diana Iline, mit der Andrea Ruder, der Sandra Knösel, Tobias Obermeier, ein Team, mit dem wir schon seit langem zusammen arbeiten, die Leute einladen, die Filme vorbereiten und wir die gemeinsam dann auswählen. Und dann eben heute Fridays for Future München, die Gruppe, die uns auch den Raum zur Verfügung, also den virtuellen Raum zur Verfügung gestellt hat, dass wir den Vormittag hier live streamen können. Was wollen wir heute gemeinsam machen? Wir sind jetzt hier, werden jetzt gleich den Vortrag von Professor Dr. Fischedick hören. Danach gibt es dann um 11:30 eine Pause. Da sind Sie dann auch eingeladen. Wir haben oben, also hier, wenn man diese Treppe und dann da diese Passarella, wie sagt man da oben, diesen Gang darüber geht, gibt es einen Pausenraum, wo es dann was zum Trinken gibt. Das ist um 11:30. Dann würden wir uns aufteilen in die 3 Workshops. Die Green Producing Gruppe sozusagen bleibt hier. Die anderen beiden Kinos sind, wenn sie rausgehen, rechter und linker Hand, Kino 1 und 2. Und dann würden wir uns nach einer Minipause, dann um 12:45 wieder hier treffen und nochmal versuchen, aus den Workshops ein paar Themen zusammenzubringen und gemeinsam dann vielleicht noch, weiß nicht, ob wir ein Statement hinbekommen oder ob es mehrere Statements oder ob es Fragen sind. Das werden wir jetzt sehen, wie sich der Vormittag entwickelt. Dann dürfen wir jetzt begrüßen den Professor Manfred Fischedick vom Wuppertal-Institut mit seinem Keynote-Vortrag Climate Protection Now. Das war unser Wunsch. Was können wir, was müssen wir, was sollen wir jetzt machen? Wie müssen wir die nächste Dekade angehen, um uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Gut, von meiner Seite wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Vormittag. Ich hoffe, dass Sie Ihr Gedanken mitnehmt für das Leben in der Wissenschaft, im Film, in das private Leben. Und wir hätten uns gewünscht, dass noch ein paar Leute mehr da sind. Ich freue mich über alle, die da sind. Wir freuen uns und ich denke, wir werden anregende Diskussionen haben. Dann darf ich das Wort an den Professor Fischedick übergeben und ihr switcht bitte den Computer. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen, freue mich hier sein zu können. Vielen Dank für die Einführung, vielen Dank auch für die Gelegenheit, heute Morgen zu dem Thema Climate Protection Now, ich habe es mal genannt, Shaping the Decade of Implementation Together, das ist ein Stückchen weit der Name schon Programm des Vortrags, heute vortragen zu können. Es ist ein ziemlich herausforderndes Thema für die ungefähr 20 Minuten, vielleicht 25 Minuten, die ich habe. Ich will trotzdem versuchen, das aber auf den Punkt zu bringen und für die Diskussionsrunde, vor allen Dingen für die Workshops, nachher so ein paar Akzente zu setzen. Also soll in dem Vortrag natürlich um die Frage gehen, warum müssen wir eigentlich so dringend handeln? Was ist das Ambitionsniveau, was wir uns setzen müssen? Ich will aber auch kurz andeuten, welche Strategien wir eigentlich haben, um ins Ziel zu kommen. Bevor ich das mache, will ich aber erstmal herzlichen Glückwunsch sagen für die 40 plus
20. Ich bin ja froh, dass ich die 40 plus 20 selber noch nicht erreicht habe, aber auch nicht mehr so unendlich weit davon entfernt. Bin also erstmal herzlichen Glückwunsch für die beiden runden Geburtstage. Der Vorteil, dass ich jetzt auf Deutsch reden kann, schlicht und ergreifend, es geht ein bisschen schneller. Insofern reichen wahrscheinlich die 20, 25 Minuten noch tatsächlich aus. Lass mich mit ein paar einleitenden Bemerkungen beginnen. Und da heute Freitag ist, habe ich mir gedacht, ich fange mal direkt mit den zentralen, wichtigen Botschaften an, die ich transportieren möchte. Mit dem Vortrag, nicht mit der Idee, dass Sie danach aufhören zuzuhören, aber dass Sie zumindest am Anfang schon mal drei wichtige Botschaften mitnehmen. Die erste Botschaft ist, dass das Pariser Klimaschutzagreement, das sogenannte Paris Climate Agreement, das mittlerweile ja 6 Jahre alt ist, und das, was in den letzten beiden Wochen in Glasgow verabschiedet worden ist, noch die damit zusammenhängenden politischen Diskussionen auf den unterschiedlichen Ebenen, die sind so ein bisschen natürlich Setting the Scene-mäßig für das, was wir im Bereich der Klimapolitik zu tun haben. Wir setzen ja vor allen Dingen Ziele in Richtung, wann müssen wir Treibhausgasneutralität global auf der nationalen Ebene erreicht haben. Ich will aber ganz deutlich machen, dieses Klimaproblem ist wahrscheinlich im Moment das herausragende Problem, was wir haben. Auf der anderen Seite müssen wir aber natürlich immer wieder im Hinterkopf haben, es ist nicht die einzige Problemdimension, mit der wir es zu tun haben, sondern müssen das immer im Kontext der sogenannten Sustainable Development Goals betrachten, von denen wir auch seit 2015-17 Goals haben, die wir immer im Kontext von Klimaschutz mit betrachten müssen. Also ein Stückchen weit komplexitätserhöht, das ist die erste Botschaft. Die zweite Botschaft ist, um in die Richtung gehen zu können, braucht es vor allen Dingen einen weiteren massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist absolut zentral, dass wir hier nicht nachlassen, dass wir hier auch den Rückgang der Dynamik der letzten Jahre verlassen und dass wir tatsächlich wieder reinkommen in einen Beschleunigungseffekt. Ich komme danach nochmal darauf zu sprechen, wenn ich ein paar Zahlen nenne. Verbunden damit aber auch natürlich eine direkte Elektrifizierung der verschiedenen Endenergiesektoren, egal ob den Gebäudebereich, den Verkehrsbereich oder auch industrielle Anwendungen. Und zusätzlich aber da, wo wir direkt nicht elektrifizieren können, eben dann indirekt das zu machen über Wasserstoff, aus Wasserstoff abgeleitete Energieträger. Das sind die Strategieelemente, die neben der Energieeffizienz die zentrale Rolle spielen, um überhaupt eine Chance zu haben, die ambitionierten Ziele, die wir uns setzen müssen, erreichen zu können. Und die dritte Botschaft ist, dass wir leider keine Blaupause haben für das, was wir vor uns haben. Wir haben zwar Konzepte, viele Konzepte, ich werde auch gleich ein Konzept für Deutschland nochmal zeigen, wir haben aber keine Blaupause, wo wir in die Welt gehen können und sagen können, seht mal her, das haben wir in Land XY geschafft, und jetzt machen wir Copy und Paste und schauen mal, dass wir das in Deutschland und anderen Ländern dann auch so realisieren. Das gibt es im Grunde nicht für eine solche ambitionierte Strategie. Und auf der anderen Seite ist die große Herausforderung, dass wir irgendwie eine mehrfache Balance halten müssen. Auf der anderen Seite brauchen wir schnelles Handeln. Das ist ganz entscheidend, jetzt sehr schnell in die Minderung zu kommen, weil der Klimaeffekt wird ja bestimmt durch die kumulierten Emissionen in der Atmosphäre, also nicht durch die Emissionen zu einem Zeitpunkt 2047, sondern durch all das, was wir in den nächsten Jahren emittieren. Deswegen kommt es sehr stark darauf an, schnell zu mindern. Das ist ja auch das, was Fridays for Future richtigerweise immer wieder uns in Stammbuch schreibt. Das ist die eine Seite der Balance. Auf der anderen Seite brauchen wir natürlich Zuverlässigkeit für diejenigen, die jetzt viel Geld investieren in Veränderungen, in zum Beispiel industrielle Prozesse, innovative industrielle Prozesse. Die brauchen Verlässlichkeit im System. Trotzdem brauchen wir noch ein bisschen Flexibilität im System, weil es ja ein hochdynamisches System ist, mit vielen Unsicherheiten verbunden ist. Also eine wichtige Balance, die wir brauchen zwischen schnellem Handeln, aber eben auch Zuverlässigkeit, Versorgungssicherheit und aber hinreichend Flexibilität. Und das ist, wenn Sie so wollen, natürlich ein Stückchen weit die Quadratur des Kreises, die wir vor uns haben. Klimaschutz ist zentral. Bei der Umsetzung von Klimaschutzzielen gibt es trotzdem eine ganze Reihe von zusätzlichen Herausforderungen, die wir in den Blick nehmen müssen. Ich könnte über jede Einzelne das lange reden, will ich aber nicht machen. Natürlich braucht es Versorgungssicherheit. Natürlich braucht es soziale Akzeptanz. Natürlich braucht es neben Klimaschutz auch andere Formen der Umweltverträglichkeit. Es braucht die Offenheit, auch in partizipative Formate zu gehen, unseren sozialpolitischen, einen gesellschaftspolitischen Diskurs viel, viel stärker zu führen, als wir das bisher gemacht haben, mehr Transparenz, mehr Ehrlichkeit in die Debatte zu bringen. Und natürlich wird dieser Veränderungsprozess mit Strukturwandel
verbunden sein. Das heißt, wir müssen uns auch darum kümmern, wie gestalten wir diesen Strukturwandel. Und hier spreche ich nicht nur über den Kohlebereich, sondern das, was wir vorhaben, ist Strukturwandel in vielen, vielen Bereichen. Und wir müssen uns darum kümmern, diesen Strukturwandel möglichst sozial gerecht zu machen, vor allen Dingen sehr früh zu erkennen, wo sich Strukturen verändern, um dann proaktiv auch handeln zu können. Zurück zur Klimapolitik. Das, was heute Diskussion bestimmt, ist eigentlich schon 6 Jahre alt, nämlich das die Pariser Klimaschutzentscheidung Ende 2015, wo zum ersten Mal mehr als 150 Länder sich quasi in die Hand versprochen haben, ja, wir wollen etwas gemeinsam für den Klimaschutz tun. Und wir wollen das insofern tun, dass am Ende des Tages die Weltmitteltemperatur gegenüber dem vorindustriellen Niveau deutlich unter 2 Grad Celsius bleibt, idealerweise unter 1,5 Grad Celsius Anstieg bleibt. Jetzt mache ich einen kleinen Klammersatz. Wir sind heute schon bei zwischen 1,1 und 1,2 Grad Celsius. Also die Lücke, die wir haben zu den 1,5 Grad Celsius, ist nicht mehr sehr groß. Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass der Klimawandel mit gewissen zeitlichen Verzögerungen auf die Emissionen reagiert, dann sind wir heute schon sehr, sehr nah an den 1,5 Grad Celsius dran. Das heißt nochmal großer, großer Handlungsdruck, sofort runter mit den Emissionen. Das muss dann die Botschaft der Stunde sein. Das war vor 6 Jahren. Jetzt hatten wir in den letzten Wochen eine sehr wichtige Klimakonferenz, die COP26 in Glasgow, wo 2 Wochen lang intensiv mit fast 200 Staaten diskutiert worden ist. Und ich will ganz kurz den Versuch machen, mal die wesentlichen Ergebnisse der Klimakonferenz von Glasgow zusammenzufassen. Und ich will ein paar gute Dinge nennen, will aber natürlich auch ein paar schlechte Dinge nennen. Gutes zunächst mal, sie hat stattgefunden, trotz Corona-Bedingungen. Gutes, das Regelwerk, was in Paris zugrunde gelegt worden ist und was eigentlich die Umsetzung der Pariser Beschlüsse umfassen soll, ist jetzt tatsächlich, Klammer auf, nach 6 Jahren, Klammer zu, endlich verabschiedet worden. Das zeigt die immense Geschwindigkeit solcher Prozesse. Das sind sehr, sehr langsame Prozesse. Das hat 6 Jahre gedauert, bis wir jetzt das Regelwerk haben, was die Pariser Beschlüsse umsetzen soll. Trotzdem eine gute Botschaft. Eine gute Botschaft auch, dass mehr als 130 Länder im Vorfeld oder in Glasgow neue freiwillige Vereinbarungen formal bei der UNFCCC eingereicht haben, also formal erklärt haben, sie wollen einen bestimmten Minderungspfad einschlagen und sich darauf ein Stückchen weit committed haben. 130 Länder, das ist erstmal nicht schlecht. Trotzdem, und das ist die schlechte Nachricht, reicht das alles nicht, um auf den 1,5 Grad Celsius Pfad zu kommen. Wir sind zwar mit dem, was jetzt im Vorfeld von Glasgow vereinbart worden ist, dem 1,5 Grad Celsius Pfad ein Stückchen weit näher gekommen. Das sehen Sie am rechten Rand der Grafik, quasi diese Balken, die nach unten gehen, dieses, was mit NDCs beschrieben ist, und dieser kleine blaue Balken daneben, das sind nochmal zusätzliche Vereinbarungen jenseits der formalen Einreichung der Länder. Das ist das, was jetzt zusätzlich hinzugekommen ist an Minderung gegenüber dem, was wir vorher hatten. Wir sehen aber auch, der rechte Pfeil nach unten, das reicht nicht, um uns auf einen 1,5 Grad Celsius Pfad zu bringen. Das heißt, hier sind wir zwar ein Stück in die richtige Richtung gegangen, aber die Lücke ist eben noch sehr, sehr groß. Und das ist eben die schlechte Nachricht, die von Glasgow ausgeht. Die gute Nachricht ist, es gibt jetzt nicht nur formale Beschlüsse, was man bis 2030 mindern will, sondern viele, viele Länder haben auch Langfristbeschlüsse eingereicht. Haben gesagt, sie wollen bis 2050 klimaneutral werden. Die Europäische Union zum Beispiel. Die USA, Kanada, Südkorea, Japan, alle 2050 als Ziel setzen. China 2060, Indien 2070. Das, wenn Sie sagen, das reicht doch nicht. Stimmt, das reicht nicht. Aber Sie müssen es immer vergleichen mit dem, was wir vorher hatten. Wir sind also auch hier dem 1,5 Grad Celsius Ziel einen Schritt zumindest näher gekommen. Wenn man das mal alles zusammennimmt und das versucht, diese Grafik da rechts zu tun, ganz frische Analysen des sogenannten Climate Change Trackers, die mal versucht haben, diese freiwilligen Vereinbarungen zu übersetzen in Temperaturveränderungen. Und dann kommt man im idealsten aller Fälle bei 1,8 Grad Celsius Ende des Jahrhunderts raus. Idealster Fall heißt, all das, was jetzt versprochen worden ist, wird auch umgesetzt. Das ist ja alles andere selbstverständlich, dass es so auch passiert. Also das mal ideal angenommen. Das heißt eben auch, all das, was versprochen worden ist, bezieht sich nicht nur auf CO2, sondern auf alle Treibhausgase. Dann kommt man zu den 1,8. Wenn das nur auf CO2 sich bezieht und vielleicht ein bisschen skeptischer ist, bezogen auf die Erreichung der Ziele, dann würde man eher bei 2,4 Grad Celsius landen.
Also auch hier die klare Botschaft, wir sind dem Ziel 1,5 Grad Celsius näher gekommen, aber wir sind von 1,5 Grad Celsius eben auch noch ein gehöriges Stück entfernt. Das heißt, der Druck im Kessel, gerade durch die Zivilgesellschaft, durch Initiativen wie Fridays for Future, muss zwingend hochgehalten werden, um dann diesem Pfad auch international näher zu kommen. Trotzdem noch mal ganz kurz zurück auf Glasgow. Ich betone das deswegen, weil das im Moment ja so ein Meilenstein ist für die internationale Klimapolitik und weil solche Konferenzen ja eigentlich immer nur einmal im Jahr stattfinden und weil man natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung hatte, dass aus Glasgow was rauskommt. Und was ja mal rausgekommen ist, zumindest auf dem Papier nachzulesen, in dem Glasgow Climate Pact, das ist, wenn Sie so wollen, das finale Papier, dass sie die 200 Staaten geeinigt haben, das ist jetzt zum ersten Mal, das 1,5 Grad Celsius Ziel in den Mittelpunkt gestellt wird. Nicht mehr well below 2 degrees Celsius, sondern 1,5 Grad Celsius ist das erklärte Ziel der Staatengemeinschaft. Zum ersten Mal auch auf globaler Ebene klare Zielsetzung für die Minderung der Treibhausgasemissionen bis 2030, 45% global gegenüber 2010. Noch zum ersten Mal eine klare Botschaft, das ist alles nur zu erreichen, wenn wir bis 2050 global treibhausgasneutral sind. Das ist sicherlich jetzt von den Formulierungen her nochmal eine Verschärfung von dem, was wir in Paris hatten. Es gab dann aber weniger gute Dinge, nämlich das intensive Ringen um Formulierungen rund um den Kohleausstieg. Und Sie werden gleich an zwei Szenarien sehen, der Kohleausstieg ist ein ganz, ganz zentrales Element, um überhaupt eine Chance haben zu können, in Richtung Umsetzung des 1,5 Grad Celsius Ziels gehen zu können. Und er hat es das gegeben, was es in solchen Konferenzen immer gibt. Es gibt eine ambitionierte Zielsetzung in vorläufigen Renddokumenten und dann wird über die Nacht hinaus verhandelt und dann wird in den letzten 10 Minuten nochmal im Text geschraubt und deswegen steht jetzt drin, dass man anstrebt, die Kohleverstromung in Richtung eines Face-Down zu bringen, vorher stand immer Face-Out zu bringen und Sie sehen schon an dieser Wortwahl zwischen Face-Out und Face-Down gibt es gewisse Unterschiede und das ist natürlich problematisch, dass in dem zentralen Bereich es keine klaren Botschaften gegeben hat. Das liegt aber daran, dass wenn man sich darauf nicht eingelassen hätte, Länder wie Indien und zwei, drei andere diesen Glasgow Climate Pact nicht unterschrieben hätten. Und insofern ist das natürlich ein hoher Preis, den man zahlen musste dafür, dass man überhaupt ein solches Commitment jetzt hat. Auf der anderen Seite, und das ist die positive Botschaft, dass es neben diesem formalen Glasgow Climate Pact eine ganze Reihe von anderen Vereinbarungen in Glasgow gegeben hat, die wirklich erwähnenswert sind. Es hat einen sogenannten Global Methane Pledge gegeben. 80 Länder, die sich darauf geeinigt haben, die Methanemissionen, Methan ja auch ein wichtiges Treibhausgas, zu verringern, und zwar schon bis 2030. Commitment von 26 Staaten, die Finanzierung in Kohle, Öl und Erdgasinfrastrukturen und Projekte zu stoppen. Spätestens nach 2023. Es hat eine Vereinbarung gegeben von vielen Staaten plus, bemerkenswert, viele Automobilunternehmen, die gesagt haben, wir wollen spätestens 2040, das ist vielleicht zu spät, aber immerhin, keine Verbrennungsmotoren mehr bauen. Aus Deutschland, ein einziges Unternehmen dabei, nämlich Daimler, alle anderen haben nicht mitgemacht. Auch Deutschland selber hatte diese Vereinbarung nicht unterschrieben. Und dann hat es auch sozusagen multilaterales Agreement gegeben, die Entwaldung zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Also es gibt ein paar positive Botschaften. Trotzdem, das, was hängen bleiben soll, ist, das ist ein Schritt nach vorne, aber noch nicht der Befreiungsschritt, den wir brauchen, die Dynamik, die wir brauchen, um wirklich sicher sein zu können, dass wir bei 1,5 Grad Celsius landen. Lass mich im zweiten Teil meines Vortrags ganz kurz auf die Frage eingehen, wie um alles in der Welt ist das denn zu erreichen? Ich glaube, es ist klar geworden, das ist kein Selbstgänger. Es ist auch klar geworden, dass eine durchaus herausfordernde und große Frage ist, wie geht das denn, an solchen 1,5 Grad Celsius Pfad einzuschwingen? Und die gute Botschaft ist, es mangelt nicht an Konzepten, es mangelt nicht an Ideen. Sowohl für die globale Ebene als auch für die nationale Ebene gibt es viele, viele Ideen, wie das gehen kann. Und ich will für beide Ebenen, sowohl global als auch national, Ihnen beispielhaft jeweils ein Szenario mal zeigen, wie es gehen könnte, weil das einfach nochmal einen Hinweis darauf gibt, welchen Strategiemix wir nach vorne bringen müssen, um die Ziele zu erreichen. Ich fange mit der globalen Ebene an und hier habe ich mal rausgegriffen, ein Szenario der Internationalen Energieagentur, die früher mal bekannt dafür war, dass sie eher so eine Lobbyorganisation gewesen ist
für Ölunternehmen, für Kohleunternehmen, für Gasunternehmen. Das hat sich mittlerweile total gewandelt. Also solche Institutionen machen aber Szenarien, die in die Richtung gehen. Net Zero by 2050, also wie kann die Welt treibhausgasneutral werden, spätestens 2050. Und wenn Sie sehen können, würden Sie recht sehen, welchen Strategiemix man braucht. Zusammengefasst die gleichen Botschaften, die ich am Anfang schon gebracht habe. Es braucht eine Mischung aus Energie- und Materialeffizienz, drastischen Ausbau erneuerbarer Energien, Einstieg in eine zirkuläre Wirtschaft, natürlich stückchenweite Verhaltensänderungen und an bestimmten Stellen auch CO2-Abtrennung und Speicherung, zumindest da, wo wir unvermeidbare Emissionen haben. Ich komme da gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Also für die globale Ebene liegt von der IEA, vom Weltklimarat, von vielen anderen, liegen mittlerweile viele Konzepte vor, wie es gehen kann und wie das auch volkswirtschaftlich verträglich gehen kann, in Richtung eines 1,5-Grad-Celsius-Ziels einzuschränken. Was das global heißt, kann man sich an diesen Grafiken vorstellen. Das ist jetzt nicht der Blick in Richtung 2050, sondern der Blick darauf, was schon bis 2030 passieren muss. Und wir haben einige ganz zentrale Technologiebereiche, wo wir einfach einen Riesensprung nach vorne brauchen, wo wir eine extreme Beschleunigung der Dynamik brauchen. Das ist hier nur mal an zwei Beispielen rausgegriffen. Das eine habe ich schon mehrfach erwähnt. Deutliche Beschleunigung des Ausbaus der Solarenergie, deutliche Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie. Hier global etwa Faktor 4 schneller als das, was wir bisher gemacht haben. Und im Bereich der Marktdurchdringung der Elektrofahrzeuge müssen wir sogar ein Faktor 18 schneller werden als bisher, um eine Chance zu haben, auf diesen 1,5 Grad Celsius Pfad einschränken zu können, auf globaler Ebene. Fokussieren wir mal ganz kurz auf die Stromerzeugung. Dann sehen Sie hier in diesem Bild, wie sich die einzelnen Energieträger, die den Strommix ausmachen, verändern. Sie sehen die braune Linie, die links oben beginnt. Das ist die Kohle. Die muss sehr, sehr schnell runtergemacht werden global. Eigentlich globaler Ausstieg spätestens 2040. Gas ist in Zeit versetzt. Und dann sehen Sie die beiden Kurven, die explosionsartig nach oben gehen. Das ist nochmal Solarenergie, das ist die Windenergie. Das heißt, hier brauchen wir innerhalb von 20 Jahren einen totalen Wechsel der Energieträgerstruktur im Bereich der Stromversorgung, weil Strom eben wichtig ist, nicht nur für den klassischen Stromverbrauch, den wir heute haben, sondern für viele, viele Bereiche, die elektrifiziert werden müssen, egal ob im Gebäudebereich, im Verkehrsbereich oder in der Industrie. Auch das zeigt nochmal die Herausforderung. Und 20 Jahre ist für eine Energiewirtschaft nichts. Da sind wir ganz andere Zeitkonstanten gewöhnt. Also nochmal ein Bild für das Ambitionsniveau, für das, was wir in den nächsten Jahren zu tun haben. Kurzer Blick auf Deutschland. Wo stehen wir hier? Was kann man hier tun? Bevor ich dann auch zum Schluss meines Vortrags komme. In Deutschland stehen wir im Grunde dort, dass wir politisch ein Klimaschutzgesetz haben, das in diesem Jahr nochmal verändert worden ist. Auf Druck des Bundesverfassungsgerichtes haben wir jetzt die Zielsetzung bis 2045, also etwas schneller als die Europäische Union, treibhausgasneutral werden zu wollen. Es gibt Zwischenziele für 2030, für 2050. Und es gibt etwas Wichtiges in diesem Klimaschutzgesetz, dass wir für die einzelnen Sektoren von 2020 bis 2030 jährliche Minderungsverpflichtung im Gesetz niedergeschrieben haben. Und das ist ein relativ starker Hebel, um die einzelnen Sektoren zu zwingen, auch in die Minderung zu gehen. Unglücklicherweise gibt es gerade in den Koalitionsverhandlungen bestimmte Kräfte, die sozusagen das wieder zurückschrauben wollen. Und damit würde man ein ganz, ganz starkes Momentum verlieren, jeden einzelnen Sektor unter Druck zu setzen, auch zu mindern, weil in diesem Gesetz steht eben auch, wenn es in Sektoren nicht geschafft wird, die Ziele zu erreichen, muss man nachbessern. Müssen die zuständigen Ministerien nachbessern mit Maßnahmen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz scharfes Schwert, was ich nur ungern zu sagen aus der Hand geben möchte. Jetzt werden Sie sagen, und richtig ist das ja auch, bis 2045 treibhausgasneutral zu werden, ist eigentlich für ein Land wie Deutschland, wenn man 1,5 Grad ernst nimmt, wenn man sozusagen die internationale Verantwortung ernst nimmt, wenn man sagt, man geht vom gleichen Pro-Kopf-Emissionen global aus, eigentlich viel zu spät, dann müsste man das mindestens eigentlich 5 bis 10 Jahre früher erreichen, eine Forderung, die ja unter anderem auch Fridays for Future hat und die wir möglicherweise gleich auch noch diskutieren. Trotzdem liegt darauf, wie das eigentlich erreicht werden kann. Und wir haben das im April diesen Jahres mal eine große Studie für 3 Stiftungen in 3 Phasen beschrieben, die ich ganz kurz nennen will. Und die erste Phase ist eigentlich schon die ganz entscheidende Phase. Und deswegen sprechen wir auch immer vom Jahrzehnt der Implementierung.
Die letzten Jahre waren so ein bisschen dominiert von der Positionierung, von der Frage, welche Ziele müssen wir uns denn eigentlich setzen? Und dabei haben wir eigentlich das Implementieren vergessen. Da sind wir viel, viel zu langsam geworden mit der Umsetzung von Maßnahmen. Das müssen wir in den nächsten Jahren jetzt unbedingt ändern. Wir müssen jetzt in die Phase der Implementierung rein, denn CO2 mindert man nicht durch Zielsetzung, sondern CO2 und Treibhausgase mindert man durch Handeln, durch Implementieren. Und genau in diese Phase müssen wir jetzt einsteigen. Und ich habe Ihnen dieses Bild mitgebracht, weil das aber zeigt, was wir in diesem Jahrzehnt eigentlich schon alles machen müssen. Wir müssen eigentlich in diesem Jahrzehnt komplett aus der Kohle aussteigen. Wir müssen entsprechend die erneuerbaren Energien im Strombereich drastisch ausbauen. Wir müssen den Bereich der Elektrifizierung im Verkehrsbereich deutlich an Beschleunigung gewinnen. Und das gilt nicht nur für elektrische PKWs, sondern es gilt auch für Teile des Güterverkehrs. Wir müssen attraktiver werden im Fuß- und Radverkehr und im ÖPNV. Wir müssen die energetische Sanierungsrate drastisch erhöhen, müssen im Industriebereich den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft erreichen und auch im Bereich der Landwirtschaft sicherlich die ersten Schritte machen. Weg von der industrialisierten Landwirtschaft, weg vom hohen Fleischverzehr. Gut, die Liste könnte ich jetzt noch viel, viel länger machen. Danach, in der zweiten Phase, 2030 bis 2045, will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, muss man all das intensivieren, beschleunigen, konstant dranbleiben. Das heißt, das ist jetzt keine Frage von 5 oder 10 Jahren, dann ist das Ganze gegessen, machen einen Haken hinter. Nee, das ist eine Frage von mindestens 25 Jahren oder idealerweise kompakt auch schneller, indem wir sozusagen zum Ziel kommen müssen. Aber konsequentes Handeln über die ganze Phase ist gefragt, auch nicht nur eine Frage von einer Legislaturperiode. Und dann, und das ist mir wichtig, sozusagen auch noch mal ganz kurz zu schildern, und dann hat man immer noch Emissionen, die übrig bleiben, sogenannte underwater Emissions, also unvermeidbare Emissionen, die entstehen dadurch, dass man prozessbedingte Emissionen zum Beispiel in der Zementindustrie hat, in der Kalkindustrie hat. Und solange man Zement und Kalk nutzt, fallen die auch an. Dann hat man unvermeidbare Emissionen aus der Landwirtschaft. Das sind ja keine CO2-Emissionen, sondern zum Beispiel dem Lachgas aus der Düngemittelindustrie oder Methan aus der Viehwirtschaft. Und das ist durchaus eine gehörige Anzahl von Emissionen, ungefähr 60 Millionen Tonnen in Deutschland, die wir irgendwie kompensieren müssen. Entweder technologisch oder durch Aufforstung, wie auch immer. Auch das ist nochmal ein ganz schönes Package, was wir zu schnüren. Ich komme zum Schluss und will Sie mit 4, 5 Zeilen nochmal in das Ambitionsniveau reinbringen, bevor ich zu einer Schlussfolie nochmal komme. An 4, 5 Zahlen will ich das Ambitionsniveau nochmal deutlich machen. Und das ist jetzt alles die Phase 2020 bis 2045. Und nochmal im Hinterkopf, eigentlich müssten wir in Deutschland schneller sein als 2045. Haben Sie das alles nochmal im Hinterkopf, aber ich bleibe mal bei der 2045. Was bedeutet das? Über Energieeffizienz plus Energieträgermix müssen wir es eigentlich schaffen, bis 2045 den Primärenergiemix zu halbieren, innerhalb von 25 Jahren. In der gleichen Zeit müssen wir es schaffen, die Stromerzeugung deutlich zu erhöhen, grüne Stromerzeugung deutlich zu erhöhen. Je nach Szenario geht man davon aus, dass man 60, 70, 80% mehr Strom braucht im Jahr 2045 als heute, weil das eben in vielen Sektoren gebraucht wird. Das heißt eben auch, ich habe es gerade schon erwähnt, wir müssen im Bereich des Ausbaus der erneuerbaren Energien, speziell Wind- und Solarenergie, deutlich, deutlich schneller werden. Faktor 3 ungefähr schneller im Verhältnis zu dem, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Und wenn Sie mal die installierten Kapazitäten sehen, auch das ist eine Zahl, die, glaube ich, bemerkenswert ist. Wenn Sie vergleichen, was wir heute installiert haben in Wind und Sonne, im Vergleich mit dem, was wir 2045 in Deutschland brauchen, dann ist das ungefähr der Faktor 5 mehr, also Verfünffachung dessen, was wir bisher installiert haben, in den nächsten ungefähr 20 Jahren. Wir müssen in den nächsten 25 Jahren die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland aufbauen. Das ist nur die grüne Wasserstoffwirtschaft. Und da starten wir ja quasi mit einem weißen Blatt Papier, wenn Sie so wollen. Und das alles vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich wissen, dass wir all diesen grünen Wasserstoff, den wir brauchen, nicht in Deutschland werden, bereitstellen können. Das heißt, wir müssen noch Importstrukturen aufbauen mit der zentralen Frage, wo kommt er denn her, der grüne Wasserstoff? Wie schaffen wir das entsprechend schnell? In welcher Form wird er transportiert? Und. Ich komme zum Schluss und will ganz kurz nochmal zusammenfassen. Ich glaube, die Schlussfolgerung ist relativ einfach. Die Schlussfolgerung heißt, dieser Transformationsprozess, den ich versucht habe, wirklich in der Kürze und mit einer entsprechenden Geschwindigkeit ihn darzustellen, ist alles andere als ein Selbstgänger. Das ist eine komplexe Herausforderung, mit der wir es zu tun haben. Und sie ist eben verbunden auch mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Herausforderungen. Wir sind hier nochmal in einer länglichen Liste zusammengefasst. Ich will da gar nicht drauf eingehen.
Das fängt an bei technologischen Herausforderungen, über Infrastrukturherausforderungen. Wir müssen das Marktdesign komplett verändern. Wir müssen gucken, wie wir die Stakeholder mitnehmen, Widerstände überwinden. Das Ganze ist eine politische Herausforderung. Wie macht man so einen Prozess über 15, 20, 25 Jahre mit der konsequenten Durchhaltevermögen? Eine große soziale Herausforderung und vieles andere mehr. Das heißt, meine Schlussbotschaft ist ein Stückchen weit, nochmal diese lange Liste von Herausforderungen im Hinterkopf habend. Das ist sicherlich eine lange Liste von Herausforderungen. Nichtsdestotrotz bin ich aus verschiedenen Gründen sehr zuversichtlich, dass wir diesen Transformationsprozess erfolgreich werden gestalten können, weil wir die Technologien haben, weil wir die Konzepte heute verfügbar haben, weil wir, glaube ich, die Gestaltungskräfte haben. Das wird aber nur gehen, wenn man national, international die Kräfte bündelt, das heißt stärker zusammenarbeitet. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Stückchen weit das Motto dieses Climate Days heute. Insofern will ich enden nochmal mit dem Aufruf, lass uns zusammenschauen, dass wir die Kräfte bündeln, lass uns hier und heute anfangen, das auch zu tun in diesem Climate Day. Insofern vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Fischedick. Herr Professor Fischedick, sehe ich Sie nicht. Das waren viele Zahlen, da ist viel zu tun. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt ein bisschen ohnmächtig fühle oder auch ganz im Gegenteil, dass wir jetzt sagen müssen, Ärmel raufkrempeln, wir müssen das angehen. Und das war ja auch immer, das war vielleicht, ach, die Maske kann ich abnehmen, Dankeschön. Das war eigentlich auch mal ursprünglich der Hintergrund unserer Großmutter, können wir uns sicher alle daran erinnern. Jeder, der einen Führerschein gemacht hat, hat zwar ein bisschen Geld gekriegt zur Unterstützung, aber gleich, denk dran, wie viele Bäume du pflanzen musst, wenn du jetzt mit dem Auto durch die Gegend fährst. Und wenn ich jetzt sehe, dass die nächste Generation da sind, wenn ich jetzt dran denke, in 25 Jahren sind wir hoffentlich schon einige von uns dann schon im wohlverdienten Ruhestand, dann seid ihr das, die jetzt hier die junge Generation ist, seid ihr das, die das dann weitermachen wird. Dann darf ich doch jetzt bitte mal unsere Gäste aufs Podium bitten. Ich habe sie hier nochmal aufgeführt, den Professor Wüstenhagen, den Professor Fischedick, den Herrn Koslik, dann die Damen Emily Binding von Fridays for Future, die Frau Barth und die Frau Niemeyer. Dann könnt ihr auch noch sonst so zusammenrutschen wie. Gut, wir haben uns drei Fragen überlegt. Die sind natürlich jetzt auch noch auf Englisch. Also die erste Frage wäre: Der Klimaschutz als Aufgabe ist in unser Leben angekommen. Wir recyceln, wir fahren mit dem Fahrrad, wir kaufen uns ein Elektroauto, wir machen Community Sharing von Carsharing bis alle möglichen. Aber die große Frage eben, ist das genug, um die weltweiten Ziele zu erreichen? Und meine Frage wäre jetzt ans Podium. Was meinen Sie, was haben Sie für ein Gefühl? Werden die Nationen da in Zukunft zusammenarbeiten? Werden eventuell auch, wenn man es sehr pessimistisch sieht, Kriege daraus entstehen? Werden sich neue Allianzen bilden, wenn zum Beispiel der Norden von Europa Windstrom produziert, wir aber den Strom für die für die Wasserstoffproduktion aus dem Süden, aus Südeuropa oder sogar aus Nordafrika brauchen? Wie sieht es in anderen Kontinenten aus? Und nachdem wir ja sehr verschiedene Leute mit verschiedenem Hintergrund haben, würde ich jetzt einfach mal, Emily, möchtest du anfangen gerne mal von Fridays for Future, was ihr oder was du dafür eine Idee dazu hast. Es funktioniert großartig. Meine konkreten Ideen dazu wüsste ich gar nicht. Ich bin schließlich keine Wissenschaftlerin, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir gerade nach dieser Pandemie, in der wir gerade lernen müssen, dass nationale Lösungen zu internationalen Problemen uns nirgendwo hinführen werden, hoffe ich sehr, dass wir das irgendwie übertragen können auf die Klimakrise und dass wir uns eben
konkret zusammen globale Lösungen überlegen, wie wir das jetzt in Glasgow ja schon versucht haben, dass wir diesen Prozess weiterführen und dass der uns erfolgreich zum Ziel führen kann und wird. Genau, dann würde ich gerne weitergeben an wer auch immer sich angesprochen fühlt. Frau Barth, möchten Sie von mal aus der Filmproduktion, denn in dem Film ist das Green-Thema ja auch angekommen, möchten Sie da ein bisschen was dazu sagen? Wie sehen Sie das für die Zukunft der Zusammenarbeit der Länder aus Ihrer Perspektive oder aus der Filmperspektive? Aus der Zusammenarbeit der Länder? ja, eigentlich möchte man, also ich würde die Frage eher nicht aus dem Film, aus der Filmperspektive, sondern aus der persönlichen Perspektive ja, beantworten. Was die Politiker machen, ich möchte zuerst eigentlich darauf reagieren und sagen, naja, die Probleme sind erstmal nicht so stark bei uns, sondern vielleicht waren es viel schlimmer. Vielleicht schaut man erstmal auf die eigenen Länder. Das wäre jetzt mein erster Impuls, was ich erwarten würde. Aber also ich habe mich jetzt gestern auf heute vorbereitet. Mir kam ein Bild, das ich gesehen habe vor einigen Jahren. Da sind 4 Männer in einem Boot. 2 sind vorne, da ist ein Loch im Boot und die arbeiten wie verrückt, das Wasser im Griff zu halten. Die anderen 2 sitzen hinten, schauen zu und der eine sagt zum anderen, Gott sei Dank ist das Loch nicht auf unserer Seite. Was passiert da, wenn nicht alle mithelfen? Das ist dasselbe. Es wird kommen, die werden zusammenarbeiten, es hilft nichts. Dann hoffen wir, dass diese Vision alle auch so haben. Herr Wissenhagen, möchten Sie mal genau, Ihre Vision sagen? Gerne. Also erst nochmal vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Ich denke, werden die Länder zusammenarbeiten oder gibt es Streit? Ich würde vermuten, sowohl als auch. Und Glasgow war ein gutes Indiz dafür. Vielleicht, wenn ich einmal kurz zurückgehe, Manfred Fischer-Dick, ich stimme überein mit der Analyse in vielen Einzelheiten. Ich würde es wagen, vielleicht sie doch noch mal ein bisschen zu vereinfachen und zu sagen, im Grunde genommen ist das Klimaproblem relativ klar. Wir müssen so schnell wie möglich raus aus Kohle, Öl und Gas. Und wir müssen so schnell wie möglich den Endenergieverbrauch im Bereich Heizung, Gebäude, Verkehr und Stromversorgung auf erneuerbare Energien umstellen. Und ich glaube, in dem ersten Bereich gibt es offenkundig Streit, wie wir das in Glasgow gesehen haben. Also wegzukommen von dem bisherigen, sich zu verabschieden von der Kohle, da wird gefeilscht bis zur letzten Minute. Und ich denke, da werden wir nicht zu dem Punkt kommen, wo eines Tages bei COP37 alle um den Tisch stehen, sich Händchen halten und sagen, ja, schön, wir sind jetzt auch alle für Klimaschutz. Auf der anderen Seite aber, bei dem Aufbau der erneuerbaren Energien, auch beim Umstieg auf die Elektromobilität, sehe ich mehr Potenzial dafür. Das hat man auch in Glasgow gesehen. Diese Erklärungen, die gemacht wurden von einer Anzahl von Ländern, von einer Gruppe von Unternehmen, die gesagt haben, wir haben es verstanden, die Zukunft liegt in erneuerbaren Energien, die Zukunft liegt nicht im Verbrennungsmotor bei der Mobilität beispielsweise. Und da sehe ich, wie sich quasi verzeihen Sie den Begriff, aber gewisse Koalitionen der Willigen bilden, dass also Firmen und Länder, die sagen, wir möchten uns auf diesen Weg machen, dass die durchaus auch sich gegenseitig was zu geben haben. Also ich glaube, Streit wird es auf der einen Seite geben, aber es gibt durchaus Bereiche, wo die Kooperationsbereitschaft wächst, im Lösungsbereich, und da sehe ich eigentlich die Hoffnung. Vielleicht darf ich jetzt mal die beiden Herren, Herrn Fischer-Dick oder Wüstenhagen, noch fragen. China war ja nicht auf der China noch Russland waren auf der COP Glasgow dabei und das sind ja sicher große Player. Meinen Sie, dass Sie da noch, dass man die noch irgendwie mit da dazu bekommt oder wie sehen Sie das? Na, sie waren schon dabei. Es war einfach nicht der Xi Jinping war nicht da und hat gesagt, das Volk erwartet von uns, dass wir nicht in teuren Limousinen rumfahren, sondern Handlungen ergreifen. Fand ich irgendwie noch ein sympathisches Statement. Und die Diplomaten, die Verhandler, die waren ja schon sehr prominent vertreten. Ich denke, China ist sehr ambivalent unterwegs, hat halt sehr viele Leute mit irgendwie Strom und Transport zu versorgen, greift da auf alle möglichen Energiequellen zurück, ist aber auch der bei weitem größte Investor in erneuerbare Energien. Also ich denke außerdem, dass die Chinesen relativ rational an das Problem rangehen und jetzt im Unterschied zu vielleicht Ländern wie Brasilien oder früher den USA, den wissenschaftlichen Erkenntnissen durchaus ins Auge blicken. Russland hat halt, wie andere erdölexportierende und erdgasexportierende Länder auch, hat was zu verlieren. Also das muss man einfach zur Kenntnis nehmen.
Und ich glaube, es wäre falsch, wenn wir von solchen Ländern erwarten würden, dass sie sich jetzt an die Speerspitze des ambitionierten Klimaschutzes stellen. Auch Saudi-Arabien wird wahrscheinlich nicht das Vorzeigeland werden in Kürze, auch wenn sie jetzt stark investieren in Solarenergie. Aber ich glaube, da werden andere Länder haben weniger Interessenskonflikte, werden deswegen schneller voranmachen. Herr Fischedick, was? Sie haben uns das ja erklärt, aber wenn Sie jetzt nochmal praktisch das bisschen auf die Länderzusammenarbeit, oder sehen Sie das als positiv erreichbares Ziel oder stehen wir vor einem Riesenproblem? Ja, sowohl als auch, würde ich mal sagen. Ich würde den Punkt von Rolf Wüstenhagen Kauf nehmen. Wir haben tatsächlich an der COP gesehen, wie einzelne Länder Allianzen bilden können, auch schneller als die gesamte Staatengemeinschaft, weil sie einfach ungeduldig sind und weil sie schneller vorangehen wollen, weil sie für sich möglicherweise auch volkswirtschaftlich große Chancen in diesem Transformationsprozess sehen. Und insofern ist es, glaube ich, genau die Botschaft von Glasgow. Es gibt diese weltweite Zusammenarbeit, vielleicht noch nicht in der Intensität über alle 200 Staaten hinweg. Und man darf, glaube ich, das, was jetzt in Glasgow passiert ist, das ist ein typischer politischer Prozess, wo einzelne Länder, insbesondere auch China, Indien und Russland, den politischen Preis auch hochtreiben wollen für das Anerkennen des notwendigen Transformationspfades. Denn gerade China ist, glaube ich, Rolf Wüstenhagen hat es ja gesagt, schon relativ weit fortgeschritten in der Konzeptentwicklung dessen, was sie eigentlich wollen. Und sie sind nicht nur der größte Investor in erneuerbare Energien, sondern sie haben auch in vielen Bereichen die strengsten Energieeffizienzstandards eingeführt, im Bereich der Industrie beispielsweise. Die wissen ganz genau, in welche Richtung sie wollen, weil sie eben auch viel zu verlieren haben, wenn sich das Klima verändert. Also insofern gibt es da, glaube ich, neue Allianzen. Es wird auch neue Allianzen geben müssen zwischen Deutschland und anderen Ländern, gerade im Bereich der Wasserstoffwirtschaft, weil wir einfach nicht genügend Potenziale heimisch haben, um auf Dauer die Mengen, die wir brauchen, realisieren zu können. Das müssen doch alles faire Partnerschaften sein. Das werden doch alles Partnerschaften sein, die wird man nicht über Nacht realisieren können, weil die Länder, über die wir sprechen, die haben ja selber einen Energiebedarf. Die müssen selber erstmal gucken, wie sie ihre Energiesysteme auf erneuerbare Energien umstellen. Also da kommt es auf faire Partnerschaften drauf an und wirklich jetzt den Gang in die richtige Richtung zu legen und dann Dynamik zu gewinnen. Aber Partnerschaften, das will ich nochmal ganz explizit betonen, die braucht es eben nicht nur auf der internationalen Ebene, sondern die braucht es auch viel, viel stärker hier auf der nationalen Ebene. Denn das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist ja eine Behinderungsstrategie des Ausbaus erneuerbarer Energien. Die Zubauraten sind drastisch in die Knie gegangen, weil es eigentlich fast um jede einzelne Anlage, jeden einzelnen Windpark, mittlerweile auch jede PV-Flächenanlage, Freiflächenanlage, gibt es einen riesen Widerstand. Und wenn wir so weitermachen, dann werden wir die Ausbauziele in Deutschland nicht erreichen. Das auch hier muss es ganz, ganz neue Allianzen geben. Hier brauchen wir eine drastische Vereinfachung auch der Genehmigungsprozesse. Hier brauchen wir ein Umdenken in all diejenigen, die sich sozusagen betroffen fühlen von Windparks, ein stärkeres auch Beteiligen der Akteure in der frühen Phase der Entscheidung. Also wenn wir das nicht hinbekommen, dann können wir auch in Deutschland die Ziele vergessen. Insofern dürfen wir nicht nur schauen auf das, was wir international tun müssen, sondern müssen wir erstmal hier zu Hause auch die Hausaufgaben machen. Gut, Herr Kosleck, dann mal gerne Ihre Sicht aus der nicht naturwissenschaftlichen Seite, sondern Sie gehen ja an die Sache, es müsste an sein. Ja, vielen Dank. Ich würde erstmal gerne eine allgemeine Antwort formulieren auf Ihre Frage. Ich glaube nicht, dass die Änderung von individuellen Verhalten zu diesen Zielen führen wird. Und ich glaube, wir haben das auch in diesem Vortrag gesehen, wenn sich die Industrie, die Landwirtschaft und die Politik nicht ändert, dann werden diese Ziele nicht erreicht werden können. Aber ohne, wenn ich jetzt mal die Landwirtschaft rausgreife, als riesigen Emittenten und die Lebensmittelindustrie, ohne eine Änderung unserer Landwirtschaft und unserer Lebensmittelindustrie, und das betrifft dann das individuelle Verhalten von uns allen, wird das auch nicht funktionieren. Das heißt, wir werden unsere gesamte Ernährung anders gestalten müssen in Zukunft, was ein riesiges Problem ist, denn es hat jetzt ungefähr 200 Jahre gedauert, bis man das Wort Vegetarier in einem Restaurant öffentlich äußern kann. Also da muss sehr viel schneller gehen. Es ist unglaublich, dass immer noch subventioniert wird, die Massentierhaltung, die nicht nur eine unglaubliche Quälerei ist, sondern die durch Billigfleisch die Menschen dazu bringt, genau diese Emissionen zu verursachen. Und noch, wenn ich einen dritten Aspekt noch einführen darf, die auch zu Migration führt.
Denn die Landwirtschaftspolitik auch der Europäischen Union mit ihren Subventionen zum Beispiel nach Afrika, für europäische Produkte nach Afrika, zerstört natürlich jegliche Agrarinfrastruktur in Afrika und führt natürlich dazu, es gibt hier einen ganz berühmten Film, armes Huhn, armer Mensch. Daran kann man sehen, dass die Legebatterien in Europa dazu führen, dass niemand mehr in Afrika ein Huhn oder ein Ei produzieren kann. Sie werden alle arbeitslos. Das auch mit Subventionen, nicht nur nationalen, sondern europäischen Subventionen. Also dieser Irrsinn, der muss beendet werden und der kann natürlich auch beendet werden, indem man individuelles Verhalten, in diesem Falle Essverhalten und Landwirtschaftssysteme ändert. Also das, glaube ich, sonst funktionieren auch die großen Änderungsaggregate, also wie Politik und Energie, können dann nicht funktionieren. Jetzt sind wir ja hier in der Filmhochschule und zum individuellen Verhalten gehört ja auch berufliches Verhalten, wie man sich dazu verhält. Und das ist wirklich eine sehr interessante Sache. Man hat sich nämlich überhaupt nicht dazu verhalten. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich noch als Berlinale-Direktor 2013, das ist also jetzt fast 10 Jahre her, ein Interview gegeben habe in einem im ersten Magazin, es gibt es immer noch, Green Production von Birgit Heitzig, ein Interview und habe auf die Frage, ob denn Nachhaltigkeitsziele bei der Filmproduktion mit in die Richtlinien der öffentlichen Förderung genommen werden sollen, gesagt, aber selbstverständlich, und zwar sofort. Es hat jetzt fast 10 Jahre gedauert, bis im Jahr 2022, also nächstes Jahr, soll es eine Änderung des Filmförderungsgesetzes geben, wo auch Nachhaltigkeits- und Grünziele mit integriert sind. Nicht als Voraussetzung. Mal sehen, was die Grünen jetzt da durchsetzen in der Kulturpolitik. Aber da sehen Sie mal, wie langsam überhaupt dieses Bewusstsein zustande gekommen ist. Es hat sich aber im letzten Jahr dramatisch beschleunigt. Und zwar, das meine ich jetzt positiv, dramatisch beschleunigt. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Weil die Filmindustrie und Kultur in Deutschland braucht ungefähr 500 Millionen Euro, damit sie so funktioniert, wie sie jetzt nicht funktioniert. Wir wissen alle, was ich damit meine, jedenfalls die sich mit dem Film beschäftigen. Aber um diesen Kreislauf aufrechtzuerhalten, bedarf es Filmförderung, es bedarf Abspielförderung, es bedarf Kinoförderung, wahrscheinlich noch am Schluss Publikumsförderung. Es bedarf unglaubliche öffentliche, hunderte von öffentlichen Millionen, um diesen Kulturkreislauf, sage ich mal, am Leben zu erhalten. Jetzt geht es schneller, weil natürlich jeder weiß, dass nicht nur die nationalen Filmfördergesetze umgestellt werden und an Nachhaltigkeitszielen gekoppelt werden, sondern auch vor allem das riesige Mediaprogramm, was für die nächsten 7 Jahre 1,8 Milliarden an öffentlicher Förderung hat, wo auch die Bundesrepublik, also die deutsche Filmszene, sehr viel abbekommt, auch die wird grün. Und in dem Moment ändert sich natürlich alles, weil nichts ist wichtiger in der Filmindustrie als Geld. Und wenn es nur noch Geld gibt, das gilt jetzt übrigens, würde das auch für alle anderen Sektoren gelten. Ich wäre dafür, dass jeder Euro, der mit Steuergeldern für öffentliche Subventionen ausgegeben wird, das sind ungefähr 80% aller Unternehmen in Deutschland, ja, dass jeder Cent muss an ein Nachhaltigkeitsziel gebunden sein. Weil anders wird es nicht zu schaffen sein. Jetzt hat sich in Affengeschwindigkeit haben sich neue Berufe, wie meine Kollegin neben mir und die Kollegin Niemeyer und so. Plötzlich gibt es viele Grün-Consultant. Man weiß es schon längst. In Hollywood wird seit 30 Jahren grün und klimaneutral produziert von einem der größten und einflussreichsten und erfolgreichsten Regisseure und von Avatar oder Titanic, James Cameron, der produziert komplett klimaneutral. Bei uns ist es jetzt wieder in der Phase, in der Probierphase mit dem neuen Gesetz. Wir wissen ganz genau, woran es liegt, dass ein gigantischer CO2-Ausstoß stattfindet, zum Beispiel bei Spielfilmen. Ich sage Ihnen mal, welche Mengen das sind. Durchschnittlich, bei einem durchschnittlichen deutschen, europäischen Spielfilm werden 500.000 Tonnen CO2 produziert. Bei einem Hollywood-Film sind es über 4.000 Tonnen. Vielleicht kann das nachher jemand mal erklären. Also ich könnte das auch, was das bedeutet. Man kann, glaube ich, 11-mal zum Mond fliegen, aber nicht mehr zurück.
mit dieser Menge. Also es gibt einen unglaublichen Ausstoß und der muss gekoppelt werden an die öffentliche Förderung. So, das heißt also für uns ein ganz schnelles Umschalten in der Filmbranche. Wir, als ich damals noch Berlinale Direktor war, haben wir innerhalb von 10 Jahren begonnen, im Jahr 2010, die Berlinale als einziges internationales Filmfestival weltweit auf Klimaneutralität umgestellt. Wir haben sie nicht erreicht, aber wir sind nach wie vor das einzig EMAS zertifizierte Filmfestival auf der Welt. Wir haben das getan, indem wir die Stromversorgung umgestellt haben, wir haben die Transporte völlig verändert, wir haben die Flüge reduziert, wir haben die notwendigen Flüge kompensiert. Der letzte rote Teppich 2019, auf dem ich noch stand, war ein grüner Teppich, der aus recyceltem Plastik aus dem Meer kam. Man kann also, wenn man möchte, etwas machen, nur dieses unglaubliche Schneckentempo, was auch von der Politik, muss ich das sagen, von der letzten Regierung auch noch unterstützt worden ist. Man hat darüber gelacht, wenn man auf Filmfestivals über Green Producing geredet hat. Das ist jetzt beendet und ich habe eine große Hoffnung, dass das dazu beiträgt, also wenigstens das Geld dazu beiträgt, dass sich da relativ schnell was ändert. Es ist sehr interessant, wie von den verschiedenen Bereichen, die wir jetzt heute hier haben, uns an das Thema herantasten. Und da kam ich dann eben auf die zweite Frage, die ich jetzt an die Damen und Herren auf dem Podium stellen möchte. Wir alle wissen, was für eine Vorbild- und Idolcharakter die sowohl die Schauspieler als überhaupt Film und Presse für uns alle haben und wie uns Presse und Medien, ob das jetzt Print oder Film oder Werbefilme, die wir sehen, die wir hören, die wir praktisch schon fühlen, wie die uns beeinflussen in unserem Leben. Jedem fällt bestimmt eine alte Zigarettenwerbung ein oder jetzt irgendeine besondere grüne Werbung. Jetzt ist eben meine Frage, was meinen Sie auf dem Podium, was müssen wir noch machen, dass diese, was müssen wir machen, dass praktisch die Message, die über die Presse und über die Filme und über die Kurzfilme und die Werbung an uns herantreten, dass wir alle oder eben auch die Leute, die sich nicht damit beschäftigen, dann an dem Thema Klimaschutz im Kleinen, in der Firma, in der Nation, in der Politik sich daran beteiligen. Ich weiß nicht, wer möchte anfangen. Möchten Sie, Frau Barth, anfangen? Wie kommt das Thema Klimaschutz, alles was dazugehört, also persönlich, wie kommt das in den Film? Und der Film ist ja dann praktisch ein großer Verteiler, Verbreiter. Aber zum Film müssen wir natürlich jetzt heutzutage auch Internet, Facebook, Instagram oder was es so alles gibt, was an Medien zur Verfügung steht, dazu nehmen. Ja, Sie haben es schon gesagt, also die Presse, der Anfang ist im Werbefilm, jede Präsenz, jedes Medium, das wir haben, erreicht die Leute zu Hause. Also in ihren privatesten Bereichen, in Komfortzone, im Wohnzimmer, am Smartphone. Da beschäftigen sie sich damit. Und ich denke, das Wichtigste ist die Vorbildfunktion, die tatsächlich die Charaktere haben, die die Menschen sehen. Wenn sie ihre Lieblingsschauspieler und Charaktere sehen, wie sie Radfahren, wie sie sich vegetarisch oder vegan ernähren, wie sie öffentliche Verkehrsmittel nutzen und nicht immer nur die neuesten Smartphones benutzen, dann wird es auch bei ihnen ankommen. Also Green Storytelling ist, denke ich, das A und O in der Sache und damit erreichen wir die Menschen am besten. Wir als Firma versuchen natürlich, das auch umzusetzen. Bei uns wird es schon längst gelebt in der Konstantin. Also Mülltrennung, Papiernutzung, die Beschaffung von Materialien und so weiter. Wir setzen schon seit einer Weile die Green Consultants ein, so wie meine liebe Kollegin, die Judith Niemeyer. Wir sind im Arbeitskreis Green Shooting, das jetzt auch das Label Green Motion hat. Insofern die Liste, die haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Hoch und runter, also die Do's und Don'ts, die sind uns allen klar. Mhm. Die werden auch gelebt und umgesetzt im Firmenbereich wie auch privat. Und wir versuchen natürlich auch als Vorbilder nicht nur Wasser zu predigen und Wein zu trinken, sondern das auch zu machen. Ja, also das wird schon auch umgesetzt. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist als Arbeitgeber. Also es wird ja gefordert von den jungen Nachwuchskräften, die wollen es auch. Und es macht uns als Arbeitgeber auch attraktiv. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die man nutzen kann. So. Ja.
Professor Wüstenhagen, glaube ich, wollte sich kurz anschließen. Also vielleicht erst zu diesem Thema mit den Arbeitgebern. Ich glaube, das sehe ich auch bei den Studierenden in St. Gallen. Wir haben zwar keine Filmstudierenden, aber Marketingstudierende. Und die, klar, die fragen sich ja auch, wofür machen sie dann später mal Marketing? Und ich denke, je mehr die sich dann auch die Sinnfrage stellen, das ist vielleicht der Beitrag der Studierenden dann, desto interessanter, desto mehr gibt es dann auch einen Impuls für Arbeitgeber halt irgendwie auch in diese Richtung, das Marketing vielleicht eher in Richtung von Produkten zu lenken, die der Welt gut tun, als solchen, die die Probleme der Welt noch vergrößern. Aber den anderen Punkt, den ich noch erwähnen wollte jetzt in Bezug auf die Filme, ist die, ich meine, das eine ist, das haben Sie jetzt beide erwähnt, auch natürlich auch Filmproduktion braucht Energie, auch diese Energie sollte man möglichst klimaschonend haben. All das ist, glaube ich, wichtig. Aber ein besonderer Aspekt beim Film ist ja noch, der Film berührt die Leute auch emotional. Das ist ja nicht nur eine Kopfsache, das ist auch irgendwie eine Herzenssache. Und ich glaube, da hat der Film ein Potenzial, was andere Kanäle nicht haben. Ich sehe das auch bei meinen Studierenden, dass halt, es gibt auf der einen Seite das Thema Informationsvermittlung und das ist wichtig. Die Leute müssen verstehen, wie der Klimawandel funktioniert. Die Leute müssen verstehen, wie irgendwie Solarenergie und andere Sachen funktionieren, die die Lösung darstellen. Aber dann gibt es noch die emotionale Ebene und die hat so zwei Seiten. Die hat eine positive und eine negative Seite. Auf der negativen Seite, das sehe ich bei den Studierenden, das haben wir auch in der Schweiz gesehen, als wir jetzt eine Volksabstimmung über ein CO2-Gesetz hatten. Da ist es halt relativ schnell mal der Fall, dass die Leute sich von Angst, von negativen Gefühlen leiten lassen und dann eher die Augen zumachen davor und dann doch das Nein angekreuzt haben, was 51,6% der Leute in der Schweiz halt leider zu diesem Thema dann in die Urne gelegt haben. Und ich glaube, da brauchen wir irgendwo ein Gegengewicht. Da braucht es irgendeine Kraft, die positive Gefühle für die Lösungen vermittelt. Und ich glaube, da hat der Film enorm viel Potenzial. Genau so ist es. Das ist das Green Storytelling. Es muss positiv assoziiert werden, es muss positiv belegt werden. Und wenn die Leute das zu Hause immer mehr sehen, dann wird es auch für sie normal. Wenn ich dich dem gleich anschließen dürfte. Ich glaube, es gibt aber auch eine sehr, sehr feine Linie zwischen Imagefilm und Greenwashing und natürlich dann dem wirklichen Green Storytelling. Und da ist es, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig, dass wir positive Rollenbilder haben, dass es Vorbilder gibt, die nicht, ach so lustig, die ist ja vegan, als Ende des Jokes da sind, sondern dass das eine Humanisierung auch der Aktivistinnen, die kämpfen für unsere Zukunft ist und nicht nur immer die bitteren Zyniker, die am Ende des Tisches sitzen und eigentlich nicht wirklich eine Rolle spielen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schritt, den die Medien im Moment noch machen müssen, von diesem diesem Image-Greenwashing hinweg zum wirklichen, ernsthaften Erzählen der Geschichten, die im Moment so wichtig sind und so, so viel bewegen können. Das ist genau das, was Sie gerade gemeint haben mit den positiven Emotionen, die wir damit auch assoziieren müssen. Das ist, glaube ich, gerade ganz, ganz wichtig, genau. Ja, ich... wir haben Zeit für beide, dafür sind wir da. Ja, ich wollte das bestätigen. Wir haben schon sehr früh wichtige Filme gezeigt, auf der Berlinale zum Beispiel den Film Food Inc., ein amerikanischer Dokumentarfilm, der auch einen Oscar nominiert worden ist. Der zeigt, wie die Lebensmittelindustrie arbeitet und wie die Lobbyisten im amerikanischen Kongress dann alle in der Foodindustrie sind. Da gehört natürlich auch Monsanto, irrsinnigerweise dann von einem deutschen Unternehmen für 83 Milliarden gekauft. Also genauso viel Verluste haben sie bis jetzt erwirtschaftet mit dieser Firma. Also so, nur damit man größer, schneller die Allergrößten wird, was auch noch vielleicht brisant ist, dass das ja mal eine Firma war, die auch zu IG Farben gehörte und die auch solche Produkte hergestellt haben. Emotional ist sehr wichtig. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit Green Storytelling. Also ich halte das auch für wichtig, aber da ist immer noch die Kunstfreiheit. Also wir können nicht, ich bin für alles zu regeln und für alle Subventionen zu konditionieren, aber nicht inhaltlich, weil da steht noch die Kunstfreiheit und ich glaube, das ist schwierig vorzuschreiben, du kriegst nur Filmförderung, in Deutschland muss man das ja dazu sagen, weil 95% aller arbeiten mit Filmförderung, wenn du grüne Geschichten erzählst, da bin ich ein bisschen vorsichtig, also in meinem Buch habe ich dieses Thema auch behandelt und habe es da abgelehnt, aber ich mache seit ungefähr 3-4 Monaten eine Tour durch die Kinos deutschlandweit, von Oldenburg bis Konstanz. Und spreche natürlich mit sehr vielen Leuten auch über die Zukunft des Kinos. Nicht des Films, sondern des Kinos als Raum.
Und wir haben ja die Sustainable Goals der UN hier gesehen. Und ich denke, das Kino muss sich auch ändern. Das Kino als physischer Ort, wo wir gerade sitzen, genau dieser Ort, den müssen wir erhalten. Und das geht überhaupt nur, wenn wir sehr, sehr viel in die Bildung, Ausbildung und in die Weiterbildung vor allen Dingen der jungen Leute investieren. Denn wenn wir diese Leute, die ja gewohnt sind, die ja aufgewachsen sind nur mit Bildschirmen, wenn wir sie überlassen, dass audiovisuelles Programm nur auf kleinen Bildschirmen, geht schon, auf kleinen Bildschirmen zu sehen ist oder zu rezipieren ist, dann wird das Kino keine richtige Zukunft haben, sondern es wird dann, diesen Punkt haben wir noch gar nicht besprochen, da kommen wir vielleicht noch drauf oder im Workshop, was ist eigentlich mit dem Streaming? Ja, die ist ein gigantischer Energieverschleuderer und natürlich ein zentraler Angriff nach 125 Jahren Film- und Kinogeschichte auf das Kino und auf den Film. Also ich habe vorgeschlagen, dass jede Schule einen Vertrag abschließt mit den örtlichen oder städtischen Kinos, dass die Kinder einmal in der Woche ins Kino müssen. Und zwar morgens, wenn die Kinos leer sind, und die subventionierten Kinos müssen dieses Kino zur Verfügung stellen. Dort wird nicht nur Film gezeigt, dort wird auch über Film gesprochen. Das ist, halte ich für ganz wichtig, dass die auch etwas erfahren und nicht nur einfach einen Film sehen. Und ein Punkt, den wir vielleicht auch noch zu besprechen haben im Workshop, es ist ganz wichtig, dass man nicht Filme zeigen kann, Green Storytelling oder Global Warming oder solche Filme für die Fridays of Future Generation und dann eine Süßwarentheke hat, die wirklich die schlimmste Zuckerinhalte, das schlimmste Zuckerwasser zum höchstmöglichen Preis da anbietet. Das geht alles nicht, wenn man Glaubwürdigkeit, auch das war ein Begriff, der vorhin gefallen ist, wenn man glaubwürdig sein will, muss man auch beim Kinobetrieb glaubwürdig sein und dieses riesige Angebot, das riesige kulturelle Angebot, was Kino bedeutet, nämlich eine sozial-kulturelle an einer sozial-kulturellen Veranstaltung teilzunehmen, an einer Gemeinschaftsveranstaltung teilzunehmen, ein aufregendes Erlebnis zu haben in einem großen Raum und nicht vereinzelt auf einen Bildschirm zu schauen. Das muss erhalten werden und dazu muss auch das Kino beizutragen, nicht nur bei der Filmproduktion und beim Film mitzeigen, sondern auch bei der Organisation des Kinos selbst. Gut. Herr Fischedick, Sie hatten noch was. Ja, ich kann jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Zusätzliches beitragen. Das mit dem Vertrag finde ich gut, finde ich eine exzellente Idee. Ich habe selber eine junge Tochter, der würde es auch ganz gut tun, wenn sie einmal in der Woche ins Kino geht, nicht nur um das Erlebnis zu haben, sondern vielleicht auch vor Ort nochmal über das Gezeigte zu diskutieren. Das finde ich eine ganz hervorragende Idee. Dann zur Frage nochmal, ich glaube Film, weil vielleicht ein bisschen allgemeiner gefasst, Kunst und Kultur haben, glaube ich, schon eine herausragende Bedeutung. Jetzt im Kontext der Umsetzung von Klimaschutz oder Nachhaltigkeitszielen, die Punkte sind ja angesprochen worden. Die Vorbildfunktion, wenn man es denn dann glaubwürdig macht, wie Sie sich ja nochmal dargestellt haben, das muss schon zusammen. Passen natürlich auch das Sensibilisieren über die emotionale Schiene, aber auch das Aufklären durch einfach Dokumentarfilme, wo man mal in die Tiefe geht und die Widersprüche zum Teil auch zeigt. Also das Botschaften senden ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und Film hat natürlich die große Chance, im Gegensatz zur Wissenschaft dann vielleicht auch ein paar mehr und vielleicht auch ein paar andere Menschen noch zu erreichen, als wir das üblicherweise können. Und damit auch ein Stückchen weit, glaube ich, eine Übersetzungsfunktion von wissenschaftlichen Erkenntnissen immer unter dem Blickwinkel, da bin ich auch völlig bei Ihnen, natürlich der Freiheit von Kunst und Kultur und nicht einschränkend gemeint, aber doch eine Bedeutung, um Dinge, die man wissenschaftlich weiß, die man gesellschaftlich weiß, nochmal in anderer Form zu transportieren. Und dann ist ganz wichtig, das klang aber schon an, man muss, glaube ich, viel mehr positive Botschaften vermitteln. Also positiv, wir brauchen ein positives Narrativ. Denn daran krankt, glaube ich, auch die Diskussion im Klimaschutz so ein bisschen. Weil wenn Sie in den letzten zwei, drei Jahren Nachrichten gesehen haben, zu 90% würde ich mal sagen, waren es negative Nachrichten. Zu teuer, zu kompliziert, tötet die Vögel, kostet Fläche, Riesenwiderstände. Und dieses positive Narrativ, das wird einfach nicht transportiert, zu sagen, ja, es geht, wir haben die Technologien, es macht vielleicht Spaß, ein Elektrofahrzeug zu fahren. Das ist relativ einfach, Solarenergie auf die Dächer zu bringen. Das ist eine Gemeinschaftsaktivität, wir können im Quartier gemeinsam was machen, auch eine andere Form von Ernährung. Es ist nicht so, dass wir dann tot hin runterfallen, sondern uns ja gesünder ernähren, wenn wir weniger Fleisch konsumieren. Also diese positiven Narrative,
die zu vermitteln, und da kann Film, da kann Kunstkultur, glaube ich, eine Menge an Beiträgen leisten und gleichzeitig natürlich die Freiheit von Kunst und Kultur in dieser Form nicht einzuschränken, sondern das vielleicht so ein bisschen als Impuls zu nehmen und zu gucken, wie man daraus dann bestimmte Botschaften auch vermitteln kann. Verzeihen, jetzt würde ich ganz kurz nochmal einhaken. Ja. Warum würden Sie uns denn ins Kino schicken, wenn wir nicht mal auf die Straße dürfen? Ich sehe die Relevanz dahinter im Moment noch nicht so ganz. Vielleicht können Sie es mal erläutern. Also natürlich darf man auf die Straße und soll auf die Straße. Mein 17-jähriger Sohn geht auch freitags auf die Straße. Also so ist es nicht. Das ist ja nicht alternativ. Ich habe den Vorschlag nur gemacht, dass die nachwachsende Generation ist ja die zukünftige Generation des Kinos. Und wenn man sie alleine lässt, ohne dass man ihnen, sage ich mal, das Erlebnis Kino präsentiert, dann wird sich irgendwann in 10, 15 Jahren das so entwickeln, dass man nicht mehr ins Kino muss und auch nicht mehr ins Kino will, weil jeder Film ist ja sowieso sofort verfügbar im Netz. Und es geht mir eigentlich um die Argumentation, dass man nicht Audiovision nur im Netz schaut, sondern dass man Film auch im Kino schaut. Und niemand wird irgendjemand hindern, wenn er morgens wenn jemand morgens um 8 Uhr statt in die Schule ins Kino geschickt wird, um sich einen Film reinzuziehen, auf Anordnung der Schule, und dieser Film wird dann anschließend die Inhalte auch diskutiert und besprochen. Das wird ja niemand hindern, dass er nachmittags auf die Straße geht. Also das ist ja nicht alternativ. Beides ist wichtig. Gut, dann vielen Dank. Jetzt, wir hätten noch eine dritte Frage, aber wir haben natürlich, wir sind ja ein nicht so großer Raum, gerne die Möglichkeit, wenn aus dem Publikum jemand Fragen hat. Der Julius hat ein Mikrofon, dann gibt es doch mal bitte weiter. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Michael Sterner, ich bin Professor für Energiespeicher und Energiesysteme in Regensburg, mache noch einen kurzen Workshop. Nur ein kleiner Beitrag von der Runde, der denke ich, sehr gut passen könnte. Also ich mache einerseits auch sehr viel Wasserstoff. Wir sehen, dass wir national schon die Potenziale hätten, technisch, um das selbst zu stemmen. Aber es scheitert einerseits vielleicht an der Ökonomie, aber auch vor allem halt an der sozialen Akzeptanz. Und ich war als für Scientists for Future auch vor 2 Jahren auf dem Königsplatz in München. Da waren 60.000 Leute, durfte ich reden. War ein Wahnsinnserlebnis. Wir brauchen es auf dem Königsplatz, aber wir brauchen es halt auch an den Stellen, wo Widerstand gegen Wind, Solar, Stromtrassen, Batteriespeicher, Wasserstoff geleistet wird. Und das wäre eine total filmisch interessante Aufarbeitung, zu sehen, dass einerseits die Jugend oder halt einfach für den Klimaschutz kämpfend und die anderen, die halt eine kleine Minderheit, die das vermeidet. Ich habe selber Vorträge gehalten unter Polizeischutz, weil halt einfach Leute, eine kleine Minderheit da ist, die sagt, ich will das nicht. Und ich denke, das kann es nicht sein. Es ist so, wie wenn eine kleine Gruppe Ungeimpfte ein Krankenhaus besetzt und sagt, das ist jetzt für uns reserviert. Aber so ist momentan die Realität. Wenn ich Wind und Solar ausbauen will, dann habe ich eine kleine Gruppe, die halt das verhindert. Und da bin ich wieder ein bisschen bei Ihnen, dass Sie sagen, oder möchte ich im Gegenpunkt setzen, dass Sie sagen, der Einzelne kann da nichts leisten. Doch, er kann es. Vor allem bei der Ernährung, die macht aber bloß 10% unserer deutschen Emissionen aus. Aber er kann wählen gehen, er kann bestimmen, was er einkauft, wie er lebt, wo er wohin geht. Und ich bin selber auch Musiker und habe auch viele Interviews zu klimaneutralen Konzerten gegeben. Da kann ich einerseits schon die Stromversorgung klimaneutral machen und schauen, dass die Merchandise und die Stände nachhaltig sind. Aber ich muss auch vom Veranstalter her, wenn ich sage, das ist eine grüne Veranstaltung, die ist CO2-neutral, dann ist es für die Jugend viel attraktiver, dass ich hingehe. Und als Individueller kann ich auch entscheiden, dass ich hingehe. Na, also ob ich da hingehe oder nicht. Also ich habe als Individuum schon eine gewisse Macht, die ich nutzen könnte. Aber wir müssen irgendwie ein Bewusstsein schaffen, weil wir haben es technisch, wir haben es wirtschaftlich, ökologisch absolut notwendig. Was uns fehlt, ist das Bewusstsein. Und da kann Film und Kultur insgesamt eine Menge bewegen, weil wir bewegen uns immer zwischen dem Pol der Angst und dem Pol der Liebe, ganz einfach gesagt. Und im Kino fahren wir unseren Hypothalamus runter, wir gehen quasi halt ins Unterbewusstsein. Und da bin ich sehr suggestibel für Botschaften und für Gefühle und Emotionen. Und ich meine, ich habe mir ein paar von den Kurzfilmen angeschaut, die gehen einem wirklich unter die Haut. Und das müssen wir halt schaffen, sodass halt, ich sag mal, dieser Widerstand bricht gegen Klimaschutzmaßnahmen. Und das filmisch umzusetzen im Spannungsfeld, finde ich total spannend. Danke. Vielen Dank. Gibt es noch jemand, der eine Frage hat oder noch was dazu sagen möchte? Gerne. Müssen wir das jetzt noch desinfizieren? Warte. Ich habe gestern einen Booster bekommen.
Sicher, sicher. Ja, vielen Dank auch für die Veranstaltung und auch die Einladung. Ich bin ja nun hier die Politik sozusagen heute. Ich weiß nicht, ob noch andere Politik da ist, Verwaltung ist noch da und so. Ich bin jetzt auch nach der letzten Bundestag tatsächlich so ein bisschen ratlos und ich möchte die Chance nutzen in diese Runde, weil die so schön vielfältig von Wissenschaft über Gesellschaftspolitik bis hin zu NGOs, zu zivilgesellschaftlichem Engagement geht auch, zu nutzen die Runde, um zu fragen, wir leben in einer Demokratie, es hat keine Mehrheiten gegeben für ein, was haben wir gesehen, rasches, flexibles, verlässliches Handeln. Mich würde interessieren, was aus Ihrer Runde von Ihren fünfen Ideen sind, wie man gesellschaftliche Mehrheiten hinbekommt, die in der Demokratie dann auch wirklich so einen Weg einschlagen und handeln. Mit Hinblick auf hier, auf Bayern, da blockieren sich im Moment zwei Kräfte gegenseitig beim Ausbau von Solar und Wind. Aber auch natürlich mit Hinblick auf die Bundesrepublik und die Welt. Also wir können gerne noch eine kleine Runde machen, bevor wir dann in die Workshops kommen. Ich würde sagen, wir machen noch eine kurze Runde hier und dann gehen wir in die Workshops und dann haben wir dann am Schluss ja auch noch mal Zeit, dann uns auch noch mal ein bisschen zu unterhalten. Aber nehmen wir die Frage gerne auf von der Frau Kurz. Wer möchte? Soll ich gerne mein Glück versuchen? In einer direkten Demokratie lebend, wo das Ganze noch virulenter ist als hier vielleicht. Das ist ein enormes Spannungsfeld. Also so, man kommt manchmal an den Punkt, dass man sich fragt, kann eine Demokratie überhaupt mit akuten Krisen umgehen? Das diskutiere ich manchmal mit meinen Studierenden und dann sagen manche, die Chinesen haben es gut, die können dann irgendwie die Leute umsiedeln und ihren Staudamm bauen. Und dann frage ich sie meistens, ja gut, wollt ihr lieber in China leben? Und dann kommt im zweiten Nachgang, ja, vielleicht auch keine so gute Idee. Also das ist ein inhärentes Spannungsfeld. Je mehr man irgendwie partizipativ ist, je mehr Föderalismus da ist, desto langsamer wird es tendenziell. Und ich glaube, wir brauchen so eine Mischung aus Geduld und Ungeduld. Also wir brauchen irgendwie einerseits die Geduld, dass wir sagen, nach und nach werden es mehr Leute verstehen, werden es mehr Leute sehen. Nach dieser Abstimmung über das CO2-Gesetz in der Schweiz im Juni hatte ich irgendwie auf LinkedIn gepostet, 48,5% oder 48,4% waren bereit, diesen Schritt zu gehen. 51,6% waren noch nicht so weit. Das fand ich, brachte es eigentlich auf den Punkt. Dann gab es Leute von weit rechts, die dann irgendwie gefunden haben, ja, so ein Blödsinn, von wegen noch nicht so weit, die sind viel klüger, so ungefähr. Aber ich glaube, es ist so, manche sind noch nicht so weit. Und ich glaube, wir müssten einfach sehen, dass halt je mehr sich gewisse Dinge durchsetzen, je mehr Leute mit einem Elektroauto fahren zum Beispiel, desto mehr wird sich im Laufe der Zeit dann auch eine Mehrheit finden, vielleicht auch eines Tages den Verbrennungsmotor zu verbieten. Und da sehe ich eine Parallele zur Corona-Politik. Also gewisse Maßnahmen, die heute mehrheitsfähig sind, waren das vor 12 Monaten noch nicht. Je mehr Leute geimpft sind, desto mehr sind vielleicht dann auch Einschränkungen für Ungeimpfte mehrheitsfähig. Wenn erst 5% der Leute geimpft sind, wird man verteufelt als Politiker, wenn man das vorschlägt. Also insofern würde ich dafür plädieren, Mischung aus Geduld und Ungeduld. Versuchen schrittweise, je mehr Leute dieses Bewusstsein haben, desto weiter zu gehen mit den Maßnahmen. Herr Kostli, wollte was sagen? Also gleich ganz konkret anschließend eben, ich muss sagen, ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit ökologischen Fragen, auch als Journalist vorher. Ich habe auch gedacht, dieser Punkt, an dem wir jetzt sind, der wird überhaupt nicht erreicht. Ich meinte diesen Aktivitätspunkt für eine andere Klimapolitik. Und es ist doch dann in den letzten 12, 24 Monaten relativ schnell gegangen, was vorher überhaupt nicht ging. Und das hatte, um jetzt mal hinzukommen, klar ist das frustrierend. Ich meine, für mich ist es auch frustrierend, dass es 11% AfD-Wähler gibt, aber es gibt auch 11% FDP-Wähler. Und wenn die jetzt nicht zum Beispiel da wären, ein Großteil, dann hätten wir ja das Wort von Herrn Linder, dass man das besser den Politikern überlässt, die Klimageschichte, dann bräuchten wir darüber nicht zu diskutieren. Aber es ist nun mal nicht so. Aber so wie das bei uns beim Film gegangen ist, und ich hoffe, dass es weitergeht, kann es auch in anderen Bereichen gehen. Das ist, wenn die direkte Politik es nicht schafft oder wir als Wählergemeinschaft es nicht schaffen, eine Politik zu wählen, die das ermöglicht, dann muss man das auf dem anderen Weg machen, nämlich zum Beispiel die Richtlinien für die öffentliche Förderung in unserem Bereich
Film versuchen zu verändern. Und das hat dann doch am Schluss jetzt nach 10 Jahren Diskussion doch relativ schnell geklappt, wie ich gesagt habe. Das hat natürlich was mit Geld zu tun, aber es hat auch was mit Bewusstsein zu tun. Also dieses Element, was du sagst, dass auch die jungen Leute, die bei euch arbeiten, noch ein ganz anderes Anforderungsprofil an die Firma haben. Nicht an sich selbst auch vielleicht, aber an die Firma, ist klar, dass man jetzt auch am Set, wenn gedreht wird, da endlich mal drüber redet, dass es nicht jeden Tag Fleisch geben muss. Das muss man sich mal vorstellen. Diese öffentlich subventionierten Filme, da ist das Catering immer noch überwiegend Fleisch. Dieser Irrsinn, die sehen überhaupt nicht A, den Zusammenhang zwischen Regenwald und Fleischessen. Das ist das eine, weil man das vielleicht nicht richtig erklären kann, vielen Leuten. Aber vor allen Dingen, weil wir ja gerade mitten in einer sich verschärfenden Pandemie sind. Alle Leute wissen, dass, oder jedenfalls die Wissenschaftler wissen, und wir könnten es auch wissen, dass diese Art von Lebensmittel, vor allen Dingen Fleischproduktion, auch zu diesen Pandemien führt. Es sind nun mal die Tiere, die aus dem abgeholzten Regenwald vertrieben werden. Es sind nun mal bei uns Schweine, die in einer Massentierhaltung gehalten werden, wie ein normales Schwein niemals in seinem Leben rumlaufen würde im Wald. Ja. Und all diese Tiere, die jetzt schon wieder anstehen, Kamele und andere asiatische Tiere, die die nächste Pandemie bringen, das muss auch mal den Leuten in den Kopf rein, wenn sie wieder weiterhin im Berghain 4 Nächte durchtanzen wollen ohne Maske. Dann müssen sie sich auch individuell mal ändern und darauf muss man drängen. Und ich glaube, dann kann man wirklich was erreichen. Das geht dann tatsächlich schneller. Also bei uns ist es dann wirklich jetzt schnell gegangen. Mal sehen, wo es endet. Aber es ist schnell gegangen und man muss immer wieder diese Öffentlichkeit herstellen. Und Klima ist nun mal auf der Tagesordnung von jedem. Und die Regierungen werden in 4 Jahren überprüft werden, spätestens, wie es ist. Und dann kommen viele, viele, viele junge Wähler, die dann zum ersten Mal wählen dürften. Es ist zwar immer noch nicht die Mehrheit, aber dieses Mal war es schon an der Kante. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn mein Sohn jetzt schon 18 wäre und wählen könnte und alle die, die ich da kenne von dem, dann wäre das anders ausgegangen mit dem Wahlergebnis. Es wird ein bisschen dauern, aber ich finde, wir können alle dazu beitragen, zum Beispiel auch zu so einer Diskussion. Ich werde heute Abend, ich mache jetzt keine Werbung für mein Buch, das ist schon verkauft, aber ich werde heute Abend mein Buch im Ari-Kino vorstellen, in der Astor Lounge. Und wir werden da nochmal für die, die an Filmen interessiert sind, nochmal über Details in der Filmbranche sprechen. Und ich werde auch daraus lesen, was man da wirklich im Detail machen kann, um in unserem Bereich einen relativ schnellen Wandel und Wechsel herbeizuführen. Gut, ja wunderbar. Also man sieht schon, es ist viel zu tun. Wir haben jeder in unserem Bereich was zu tun. Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Ich hätte auch noch meinen Senf dazu, aber wenn dann die Zeit knapp ist, dann... Also ich würde dann vielleicht fast vorschlagen, sonst kommen wir ganz in die Bredouille, dass wir jetzt dann eine kurze Pause machen. Wir sehen uns ja nachher um 1:15 nochmal alle. Dass wir, wenn es jetzt ganz kurze Kommentare sind, dann machen wir die jetzt noch. Julius, gib mal weiter. Brigitte, eine kurze Frage. Und die anderen Fragen würden wir dann auf die Schlussrunde vertagen. Also ich möchte nochmal an Dieter Koslik anschließen, weil ich ein ganz praktisches Beispiel habe. Deutschland hat kommunale Kinos. Und ich habe, da ich sehr eng verbunden bin mit dem Filmmuseum in München, das ein kommunales Kino ist, habe ich genau die Vorschläge, die du machst, auch früher gemacht schon. Es gibt keine bislang Unterstützung dafür, was man sehr gut bei den kommunalen Kinos, die über ganz Deutschland verbreitet sind, durchführen könnte, dass man das zu einem Grundsatz städtischer Politik, Schulpolitik macht, dass das eingeführt wird, dass Schüler in die Kinos kommen, in diese kommunalen. Die könnten ja einen Anfang machen, bevor vielleicht die kommerziell orientierteren nachziehen. Das wäre das eine. Das zweite ist, dass im Film ja Personen spielen, also die auch Vorbilder sind. Man muss sich also mal um die Drehbücher auch kümmern. Ich frage mich, die Dokumentarfilme haben wir längst, die wunderbar aufklären. Also ob das über die Zuckerindustrie ist oder also über Fleischindustrie und so weiter. Ich sehe sehr, sehr viele Dokumentarfilme und da werden wir gut übers Fernsehen versorgt. Nur wir müssen auch die Leute dazu bringen, sich das anzugucken und nicht eine erlesene Zahl von Menschen, die schon gut informiert sind. Und dazu fällt mir ein, dass unsere Spielstunden abends, was das große Publikum sieht, einfach von Kriminalgeschichten angefüllt ist.
als wenn die dringend notwendig sind, um die Angst und die Besorgnis der Bevölkerung noch höher zu treiben. Also auch dort könnte man viel machen und das braucht aber Fantasie. Und deswegen interessiert mich sehr diese Übersetzung. Also was für, wie kann man das Thema, das wichtig ist und Naturwissenschaftlern völlig klar ist, wie kann man das so übersetzen in eine Spielhandlung, die nicht moralisch ist? Also das ist mir sehr wichtig, weil es geht, das machen ja schon die anderen, also diese moralische Argumentation ist da nicht angebracht. Das wäre so, das kann ich auch noch nicht beantworten, könnte man in Workshops nochmal drüber reden. Ich habe aber noch eine ganz andere Frage. Hier war nicht von der sogenannten sauberen Energie die Rede. Wenn man das jetzt mal in europäischer Dimension sieht, wenn Frankreich seine Atomkapazitäten ausbaut und lokal ausbaut, dann ist das doch ein Problem für Europa, oder? Weil das wird als säubere und dann quasi schon fast green Politik verkauft. Also wie setzt sich da Europa eigentlich mit auseinander? Also länger mache ich jetzt nicht. Ja, also ich glaube, die Frau Barth wollte noch kurz was zum Thema jetzt vorher sagen. Also das Green Storytelling ist ganz wichtig, da gebe ich Ihnen total recht. Das ist aber nur ein Appell. Also das ist ein wichtiger Appell, aber es geht an die Kreativen, das in den Drehbüchern umzusetzen oder ja, an die RegisseurInnen, das einzuflechten in die Handlungen und zwar positiv belegt, nicht mit dem immer erhobenen Zeigefinger, da hat gar keiner Lust drauf. Genau. Aber ich wollte ganz gern tatsächlich darauf zurückkommen, was man tun kann. Also ich würde gerne tatsächlich werben für eine Unterstützung, auch durch die Förderinstitutionen, durch die Sender, Streamer und so weiter, für ein, ja, ich, man könnte sagen, Green Funding, Green Financing. Aber das Thema hast du doch schon umgesetzt. Wenn man jetzt bei den ja. Streamern einen Auftrag nimmt, muss man Green Production machen. Das hat gerade gestern der Oelger wieder für Netflix und richtig. Für Teile schon gesagt. Es ist schon so, wieder Vorreiter, die Amis, witzigerweise. Ganz genau. Also Netflix hat sich auch vor kurzem dem Arbeitskreis angeschlossen. Und unterstützt es auch und hat sich den Mindestkriterien sozusagen verpflichtet. Was ich meine ist, dass also man kann die grünen Maßnahmen kann man kalkulieren und die werden dann Bestandteil des Filmbudgets. Was es aber nicht gibt, ist eine zusätzliche Förderung dafür. Also es muss der Großteil der Mehrkosten, also die Produzenten sind, ich kann da für uns auf jeden Fall sprechen, aber auch für die Kollegen, die ich kenne aus dem Arbeitskreis und sonst. Wir alle sind bereit dazu, die extra Meile zu laufen dafür und noch mal ein bisschen mehr zu tun und noch mal mehr zu kämpfen. Aber wir können es nicht alleine stemmen. Wir brauchen Hilfe. Also, wir brauchen finanzielle darf Hilfe. Ich da aber ganz Konkretes dazu sagen? Ich glaube das einfach nicht. Wenn es 500 Millionen Euro gibt als Filmförderung, dann muss die normale Förderung das beinhalten, dass man grün produziert. Und übrigens, das ist nämlich genauso diese Umgehungsargumentation, weshalb das alles nicht stattfinden kann. Ich kann dir nur sagen, aus meiner Erfahrung spart man am Ende Geld. Denn die Wirtschaftlichkeitsberechnung, die umgekehrt geht, zum Beispiel auch bei der Kinorenovierung mit allen Sachen, die man heute weiß, es gibt ein Buch der Filmförderungsanstalt mit 150 Seiten, wie man heute ein optimales, klimaneutrales Kino bauen kann. Das gibt es, kann man sich umsonst abrufen. Es gibt 400 Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich im Changemaker zusammengeschlossen haben. Die ganzen Jahre hat es immer geheißen bei der Filmproduktion und bei den Regisseuren, das geht nicht, weil die ganzen Kreativen und die Stars und so. Ja, hat gestimmt. Der Superstar muss mit dem größten Auto dann über 200 Kilometer ins beste Hotel gefahren werden. Seinen Kollegen nimmt er nicht mit. Das hat sich geändert dadurch, dass diese Changemaker auf den Plan getreten sind und haben gesagt, wir 400 Produzenten, Regisseure und vor allen Dingen Schauspieler und Schauspielerinnen, wir machen das nicht mit. Wir machen ganz konkrete Vorschläge, die man im Internet nachlesen kann. Da brauchen wir gar nicht Netflix. Die sind nicht die Ersten, die sind jetzt quasi die Letzten, die da drauf springen. Der Süddeutsche Rundfunk produziert Tatort seit 5 Jahren mit klimaneutralen Kriterien. Also es ist gut, dass sie jetzt drauf springen, aber das ist ein bisschen spät schon. Ja? Und wenn man dann mal sieht, was Streaming an CO2 verbraucht, dann braucht man die Diskussion gar nicht mehr führen. Ich plädiere dafür, dass es die vorhandenen Sachen, die wir schon haben, sowohl Human Resources wie diese Changemaker, als auch die vorhandenen Mittel, die wir haben,
so eingesetzt werden, dass es wirtschaftlicher und klimaneutraler wird. Und diese Formel, die können wir erreichen. Da gibt es genügend Erfahrung aus 30 Jahren, auch aus Amerika aus 30 Jahren. Und die könnten wir sofort, sofort umsetzen, ohne jegliche Abstriche. Da muss nur die Filmförderung sich jetzt mal aufraffen in den verschiedenen Regionen und die nationale Filmförderung, diese Kriterien so anzuwenden. Und wenn sie das machen, wird sie innerhalb von 24 Stunden alles verändern. Weil wenn es kein Geld mehr gibt, dann mal sehen, wie schnell es grün wird. Ganz nach dem Motto, Geld regiert die Welt. Ja, ich würde jetzt gerne dann die Filmdiskussion auf den Workshop verschieben, dass wir noch eine Kaffeepause machen und uns dann aufteilen. Emily, glaube ich, wolltest noch eine Anmerkung vorher machen? Ach, das war noch zu der Frau Kurz Bemerkung bzw. Frage. Ich wollte noch gesagt haben, dass ich natürlich jetzt kein Kommentar zu, wie gut die Demokratie funktioniert, das überlasse ich lieber Hobbes und Platon, aber ich denke, dass die Menschen, die im Moment noch nicht bereit sind und sich noch nicht sehen in der Klimapolitik, unbedingt abgeholt werden müssen. Und das kann man dadurch erreichen, dass man die Klimakrisenbekämpfung sozial gerecht gestaltet und schaut, dass der Bioladen halt nicht so überteuert ist, dass es kein Privileg ist, entsprechend sich zu ernähren. Und ich glaube, das ist im Moment noch ein Punkt, der ganz, ganz vielen Menschen auch wirklich Angst macht, dass sie nicht wissen, dass sie sich nicht sehen in der Politik. Und ich weiß nicht, wie viel sie da gestalten können, aber ich glaube, das wäre ein ganz, ganz toller Schritt. Ja, so viel dazu. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt doch hier die Pause. Wie gesagt, im zweiten Stock oben gibt es eine Verpflegung und dann würden wir uns um 12 Uhr wieder treffen. Und zwar teilen wir aus in drei Gruppen. Die eine Gruppe zum Thema Green Producing mit der Frau Niemeyer bleibt hier in dem großen, beziehungsweise kommt hier in den großen Saal wieder zurück. Und dann haben wir noch die Kinos 1 und 2. Das eine ist der Professor Wüstenhagen. Der beschäftigt sich damit, wie kann man diesen Behavior Change wirklich vorantreiben. Das haben wir jetzt hier auch schon angesprochen. Wir wollen, wissen noch nicht genau, wie kommen wir wieder weiter. Und der Professor Sterner geht ins Kino 2. Da kann man dann einfach nochmal konkrete Lösungen fragen. Die haben verschiedene Projekte in Regensburg und vielleicht gibt es für den einen oder anderen dann nochmal einen Denkanstoß. Dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank für die Leute auf dem Podium. Genau, also willkommen zum Workshop. Lasst uns über grünes Produzieren sprechen. Ich bin die Judith Niemeyer, ich arbeite schon seit über 20 Jahren in der Filmindustrie und bin mittlerweile selbstständig tätig als Producer und Green Consultant. Ich habe sowohl in der Filmproduktion als auch in der Stoffentwicklung als auch im Weltvertrieb und viele, viele Jahre im Verleih bei der Konstantin Film gearbeitet. Und das erste Mal hatte ich zu tun mit einer grünen Produktion vor 4 Jahren bei der Konstantin, die schon, wie ihr vorhin gehört habt, zum Teil wart ihr ja vielleicht schon da, schon länger grün produzieren, eben auch einen der Eberhofer Filme, aus der Eberhofer Filmreihe grün produziert hatten. Und seitdem war mir eigentlich klar, ich möchte eigentlich, wenn, nur noch so arbeiten, wenn ich mit Filmproduktionen zu tun habe, und habe deswegen letztes Jahr bei der IHK die Weiterbildung gemacht zum Green Consultant und dieses Jahr 4 Filme betreut als Green Consultant. Genau, also ich erzähle euch ganz kurz, wie es dazu kam zum grünen Produzieren, wo die ersten Initiativen entstanden sind, dann wie es sich in Deutschland entwickelt hat, wie der aktuelle Stand ist, dann spreche ich über die Mindeststandards der deutschen Initiative Green Motion, die wurde auch schon kurz erwähnt, dann natürlich, wie setzt man grüne Maßnahmen um. Dann spreche ich über Hotspots in der Filmproduktion, praktische Beispiele und ein paar Innovationen zeige ich euch auch. Und dann möchte ich ganz kurz noch auf Probleme und Herausforderungen eingehen, bevor wir dann hoffentlich, auch wenn wir jetzt nicht viele sind, ein bisschen Gedanken austauschen können. Also, woher kommt Green Production oder wann oder wie ist es entstanden? Also 2006 hat der Governor in Kalifornien entschieden, er möchte unbedingt herausfinden, wie groß der Fußabdruck ist, wie hoch die CO2-Emissionen sind der Filmindustrie in Kalifornien.
Und ihr wisst oder könnt euch denken, welcher Governor das war. Es war natürlich Arnold Schwarzenegger. Und ein Jahr später hat die UCLA, die University of California, die Ergebnisse präsentiert. Und es stellte sich heraus, die Filmindustrie hat den biggest carbon footprint right after oil production. Also ein großer Schock. Das hat natürlich was ausgelöst in Kalifornien und natürlich vor allem in Hollywood. Und die Filmemacher und Studios haben angefangen, sofort grüne Maßnahmen zu entwickeln, Initiativen zu gründen. Und heute findet man in eigentlich jedem Mission Statement von jedem großen Major grüne Maßnahmen. Genau, die nächsten, die auch was Großes angestoßen haben, waren die Engländer, also vor allem die BBC, unterstützt von der BAFTA. Die haben 2011 das Superprogramm Albert ins Leben gerufen. Das kann man auch ganz schön online nachlesen, weil da sind echt super Tipps für alle Departments und alle Bereiche. Und da ist es seit vielen, vielen Jahren schon Standard, grün zu produzieren, beziehungsweise ein Carbon Footprint zu machen, also die CO2-Kalkulation und Bilanz. Und eben auch gecoacht zu werden. Also da gibt es eben auch online eine super Übersicht, kann ich jedem empfehlen, der sich dafür interessiert. Genau, es gibt natürlich noch weitere Initiativen in Skandinavien, Frankreich und anderen Ländern, aber darauf gehe ich jetzt natürlich nicht ein, wir haben nicht so viel Zeit. Genau, kurzer Blick auf Deutschland, ihr habt es vorher schon gehört, da tut sich jetzt sehr, sehr viel, auch wenn schon davor einiges passiert ist. Zwei regionale Filmförderinstitute hatten schon immer viel bewegt und eben Firmen wie die Konstantin Film und andere. Aber jetzt startet eben eine sehr, sehr große Initiative. Da haben sich sehr viele große Namen verpflichtet, eben unter anderem auch fast alle deutsche TV-Sender und Netflix, Sky, wie wir gehört haben. Und leider nicht alle Filmförderinstitute, aber viele Filmproduktionen. Und ganz wichtig, es ist eine Selbstverpflichtung und man muss sich an diese Mindestkriterien halten, sonst darf man seinen Film nicht mit dem Green Motion Label belabeln und noch viel wichtiger, es wird überprüft von externen Prüfern. Dann die zweite tolle neue Entwicklung ist, dass das BKM tatsächlich jetzt seit kurzem mit der FFA und den regionalen Filmförderungen ein Reallabor durchführt. Da sind wir auch mit der Konstantin beteiligt, mit einem Kinoprojekt. Und die wollen wirklich in diesem Reallabor herausfinden, welche Mindeststandards praktikabel sind, um nächstes Jahr das Filmfördergesetz zu verändern und diese Mindestkriterien zu implementieren. Das heißt, wenn wir Glück haben, ist es nächstes Jahr schon soweit, man kriegt wirklich nur noch Fördergeld, wenn man grün produziert. Und ich hoffe dementsprechend darauf, dass die Maßnahmen auch grün genug sind, die dann da drin stehen. Genau, kurzer Überblick und einfach, dass ihr ein Gefühl für die Zahlen bekommt, CO2-Emissionen in Film und Fernsehen. Oben rechts seht ihr hin und zurück, München, New York macht ungefähr 2,5 Tonnen aus. Bei den Kinofilmen und auch TV-Filmen ist es sehr unterschiedlich. Also Arthouse-Filme machen so um die 100 Tonnen CO2-Emissionen bis zu 1000. Und bei den Blockbustern ist es immer noch ein Riesenproblem. Auch wenn sie jetzt vermeintlich alle grün produzieren wollen oder schon länger, da sind nämlich dummerweise die Emissionen gestiegen. Deswegen sind es 10.000 Tonnen oder auch vielleicht mehr. Da gab es ja unterschiedliche Zahlen, jetzt auch vom Dieter vorhin. Und das liegt daran, dass die Nachfrage nach Production Value leider auch gestiegen ist, wie wir alle wissen. Und dementsprechend wird es immer schwieriger, da eigentlich Ressourcen zu sparen oder weniger CO2 zu verbrauchen. Dann ein ganz wichtiges Thema, deswegen habe ich es hier mit draufgepackt. Wir haben einen Bereich, der 25% an Emissionen pro Jahr mehr Anteil hat an den globalen Emissionen. Das ist Streaming und IT. Und es sind jetzt schon 4% und eben in den nächsten Jahren wird es deutlich, deutlich mehr. Es ist schon jetzt mehr als internationaler Flugverkehr.
Und wir wissen es alle, es liegt natürlich an der Auflösung. Also Ultra-HD braucht 10-mal mehr Datenvolumen als HD. Und das ist natürlich verrückt, weil auf den meisten Bildschirmen sieht das menschliche Auge die Unterschiede gar nicht, also die Qualitätsunterschiede gar nicht. Und deswegen müssen wir dringend drüber nachdenken, was wir für wen, für welchen Endverbraucher, für welches Gerät oder Bildschirm wir produzieren und was wir wirklich brauchen an Auflösung. Genau, also das sind jetzt einige dieser Minimumstandards, also Mindestkriterien von der deutschen Initiative Green Motion. Die habe ich jetzt schon mal in so Hotspots sortiert, weil auf die gehe ich gleich noch ein bisschen ein. Catering, da kann man einfach wahnsinnig schnell viel machen, wie wir vorher auch schon gehört haben. Energie und Licht und Reise und Transport sind einfach in den meisten Fällen, bei den meisten Filmproduktionen, die größten CO2-Verbrenner. Und deswegen gehe ich da auch gleich noch drauf ein. Weitere Mindeststandards, die auch umgesetzt werden müssen bei der Initiative Green Motion, ist zum Beispiel, dass man Holz nur noch mit dem FSC-Siegel kauft. Das ist ein internationales Siegel und das garantiert nachhaltige Forstwirtschaft. Kennt ihr auch vielleicht von vielen Papierformen, also man sieht es öfter. Dann ist auch vorgeschrieben, Recyclingpapier zu nutzen, aber eben nicht nur bei Kopierpapier, sondern für alle Formen, Küchentücher, Toilettenpapier etc. Und Mülltrennung. Mülltrennung ist natürlich in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern recht einfach zu gestalten. Nicht überall, aber fast überall. Und das ist allerdings ein Problem in anderen Ländern, weil man da zum Beispiel noch nicht richtig Organic Waste quasi in grünen Strom umformen kann, was wir in Deutschland schon tun. Und der letzte Punkt ist eben, dass man einen Green Consultant engagiert und auch eine CO2-Kalkulation macht und eine Bilanz. Das ist tatsächlich auch sehr wichtig, weil die meisten Leute in den Crews natürlich die Zeit gar nicht haben, A, ihre Arbeitsmethode zu hinterfragen, B, zu recherchieren, was sie alles noch machen könnten und C, dann auch noch eine CO2-Kalkulation zu machen. Also ist ganz klar, da brauchen die Leute unbedingt Unterstützung. Genau. Wie kann man denn die grünen Maßnahmen dann überhaupt implementieren? Also die ersten zwei Punkte hängen stark zusammen. Man muss echt so früh wie möglich sich alles anschauen. Es geht los mit dem Drehbuch, hatten wir auch gerade schon viel diskutiert. Zum einen natürlich muss man jede komplexe Szene, die sehr viel Ressourcen verbraucht, wirklich drehen. Kann man das auch anders erzählen? Und zum anderen, was eben ausführlich diskutiert wurde, was ich auch sehr wichtig finde, können wir nicht auch einigen unseren Charakteren nachhaltige Verhaltensweisen mitgeben, weil so ist es nun mal auch in der Gesellschaft. Und ich denke, in vielen Blockbustern und Mainstream-Filmen findet das tatsächlich noch zu wenig statt. Dann ganz wichtig sind die Entscheider, Produzenten, Verleiher, Head-Offs, der oder die Regisseurin wirklich dabei, wollen die auch grün produzieren? Ich habe natürlich schon die Erfahrung gemacht, dass es nicht so gut klappt, wenn dem nicht der Fall ist. Und dann muss man einfach gucken, dass man wirklich nur die großen Themen erstmal bearbeitet, weil wir wissen alle, Filmproduktion ist sehr komplex. Wir können nicht alle Bereiche gleich ändern. Und dementsprechend muss man gucken, wo ist der CO2-Abdruck besonders groß und was schaffen wir in der Zeit umzusetzen. Dementsprechend dann Alternativen finden und Innovationen anbieten und eben, was ich gerade schon meinte, dokumentieren und die CO2-Kalkulation machen am Ende des Films in der Postproduktion, dann die CO2-Bilanz, ist auch wichtig, weil nur so können wir A, zeigen, was wir Tolles gemacht haben und auch Vorbild sein und eben auch das, was nicht so gut geklappt hat, verbessern und darauf hinweisen und sagen, hier könnten wir nächstes Mal, wenn wir früher oder wenn wir es so und so machen, dann noch mehr verbessern. Genau, es geht natürlich darum, CO2-Emissionen zu reduzieren, ist klar, aber immer muss man auch daran denken, Ressourcen runter und natürlich die Umwelt zu schützen im Allgemeinen, ist logisch. Genau, Catering hatte ich schon gesagt, man kann da sehr einfach sehr viel tun, deswegen
bringe ich hier so ein paar Zahlenbeispiele. Also vegetarisches Essen hat ungefähr 40% weniger CO2-Emissionen zur Folge als der bayerische Schweinebraten. Wasser ist auch ein großes Thema mit Plastikflaschen oder Mehrwegflaschen. Auch das ist nicht so gut wie eben so Wasserspender. Den Wasserspender links haben wir jetzt bei der Konstantin bei einem Projekt angeschafft. Da brauchst du allerdings einen Wasseranschluss und Trinkwasser. Geht auch gut in Corona-Zeiten, wie man sieht, Hygieneschutz erfüllt. Da ist ein Sensor rechts, du stellst eine Flasche drunter. Die Wassergalonen kennt ihr bestimmt. Wichtig ist bei diesen Modellen natürlich, die Crew zu informieren und zu bitten, eigene Flaschen mitzubringen, weil sonst hast du wieder diese wahnsinnigen Abfälle, Berge von Bechern. So, das sind so kleine Tipps und hatten wir auch vorhin, ist einfach ein wahnsinniger Anteil Lebensmittelproduktion, ein Drittel der weltweiten Klimagase und dementsprechend lohnt es sich auch mal die Crew zu fragen, wer will wirklich wie oft Fleisch essen, vielleicht dreht man es um, man macht dann nur noch einen Tag mit Fleisch und dementsprechend kann man dann wirklich deutlich grüner produzieren. Dann der Rest ist klar, Mehrweggeschirr, regional, saisonal, bio, wenn möglich, ist leider oft noch sehr teuer, haben wir auch gerade wieder überlegt, kann man sich nur bedingt leisten, aber man kann es probieren, manchmal ist es möglich für denselben Preis. Genau, jetzt kommen wir zum ersten großen Hotspot, Energie und Licht. Also ist klar, wenn man anfängt zu drehen, man schaut erstmal, was habe ich für einen Stromanschluss, reicht der aus? Wenn er dann auch noch grün ist, also Grünstrom liefert, wunderbar, erledigt, neues Thema. Ist aber in den meisten Fällen natürlich nicht so, wir wissen es alle. Und Dieselgeneratoren sind nach wie vor extrem im Einsatz und es ist tatsächlich ganz, ganz schlecht. Ein Riesenproblem in unserer Branche. Die emittieren nicht nur wahnsinnig viel CO2 und haben tatsächlich ganz üble Abgaswerte und sind laut, sondern sie werden auch oft viel zu groß gemietet, sprich, die haben eine viel zu hohe Kapazität und es wird wahnsinnig viel Diesel verbraucht, der gar nicht benötigt wird, das gar nicht benötigt wird. Es ist einfach eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung. Und nur als Beispiel, so ein 100 kVA-Generator, der oft im Einsatz ist bei Kinofilmen, braucht bis zu 200 Liter am Tag. Das ist sowas wie eine Tonne CO2 am Tag. Genau, deswegen war es ganz toll, dass wir diesen Sommer diesen riesigen Battery Trailer von Polymer, eine deutsche Firma, leihen und nutzen konnten bei einem Dreh der Konstantin-Film in einem Freibad. Wir hatten auch Glück, weil die haben da einfach auch mal ungefähr 5 Wochen gedreht und den kann man auch tatsächlich an jede Haushaltssteckdose anschließen und der kann währenddessen geladen werden. Das Handling ist super, der ist leise, ist einfach wahnsinnig praktisch und zudem hatte das Freibad auch noch Solarenergie auf dem Dach. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel CO2 eingespart. Ich glaube über 12 Tonnen so circa, nur mit diesem super Akku-Trailer. Genau, hier noch ganz kurz weitere Alternativen. Der Hybrid-Generator von den Meyer Brothers, auch bekannt aus Deutschland, der kombiniert Batterie, Solar und Gas. Kleine Lasten betreibt er mit Solarenergie und bei größeren Lasten dann mit Gas. Und das wird dann wird dann parallel auch die Batterie geladen mit. Also es ist ein sehr, sehr effizientes System. Und auch Gasgeneratoren sind deutlich umweltfreundlicher als Dieselgeneratoren. Und bei Solareinheiten muss man noch ein bisschen gucken. Da gibt es auch größere Varianten. Die sind, glaube ich, noch sehr teuer zum Leihen. Da wird sich aber hoffentlich auch viel tun. Mit den kleinen kann man natürlich auch nur kleine Lasten versorgen. Also unterm Strich, das Allerwichtigste ist tatsächlich in dem Bereich zu schauen, was brauchen wir wirklich an Strom. Es lohnt sich total, jede Abteilung zu befragen, im besten Fall einen Elektriker dazu zu holen, mit dem das durchzugehen, weil man einfach in fast allen Fällen erlebt, dass ein Setaufnahmeleiter grob schätzen muss und einfach dann
tatsächlich überhaupt gar nicht weiß, was wirklich verbraucht wird und eben diese Generatoren kauft, erholt, leiht, die wirklich einfach total viel zu groß sind. Genau, und im besten Fall kann man dann eben verschiedene Energiespeicher kombinieren und auf Generatoren verzichten und unterm Strich natürlich immer versuchen, Strom zu sparen. Was auch im Bereich Licht deutlich besser funktioniert als früher, wissen wir alle. LED ist natürlich jetzt einfach ein Segen für die Filmbranche. Trotzdem muss ich sagen, dass ich immer wieder, und ja, ich weiß es nicht, ob es jetzt so 50%, 40%, 30% sind, der Kinoproduktionen viele Oberbeleuchter erlebe oder Lichtkonzepte mitverfolge, wo doch dann noch sehr viel Kilowatt verbraucht wird, weil Dino-Lights im Einsatz sind. Aber es gibt eben super tolle andere Fälle, wie zum Beispiel das Studio, in dem sie die Serie The Mandalorian gedreht haben. Habt ihr bestimmt schon mal von gehört. The Volume heißt es. Das ist umgeben von LED-Screens und massiven Displays, LED-Displays. Und das Coole ist, dass die mit dem Auge der Kamera mitschwenken, also dementsprechend die Perspektive angepasst wird. Das ist so ein total ausgefuchstes, tolles System. Und die haben tatsächlich, das ist in Kalifornien, die Filmemacher haben tatsächlich auch das bewusst gemacht und damit wahnsinnig viel Energie, Strom gespart. Eine Frage aus dem Publikum. Ich wollte ganz gerne was beitragen. Ja, bitte. Und in Mannheim. Ja. Cool. Super. In Mannheim gibt es auch eins, das heißt, glaube ich, The Cave. Und die sprießen jetzt aus dem Boden, gell? Das ist total cool. Genau, ich weiß nicht, ob es die anderen gehört haben. Also in Berlin gibt es inzwischen auch so ein Studio. Und in München ist da auch was in Entwicklung. Also das wird jetzt auch bald kommen. Super. Genau. Das ist ein Beispiel aus Italien. Ich finde es einfach auch irgendwie so faszinierend, weil das ist diese DOP-Legende, Kameramann Vittorio Storaro, der hat schon mit Francis Ford Coppola gearbeitet und hatte bei Apocalypse Now schon eigene Lichtsysteme designt. Und jetzt hat er eben dieses Lichtsystem entwickelt mit der Firma Desisti. Und das sind eben 5 Spot- und 5 Area Lights. Und damit kann man wahnsinnig viel abdecken. Und das ist auch wahnsinnig effizient. Genau, und was wir in Deutschland natürlich ganz oft haben, zum Glück, habe ich jetzt auch viel erlebt dieses Jahr, nochmal im Detail mir angeschaut, viele nachhaltige Oberbeleuchter arbeiten einfach sehr viel mit Reflektoren in Kombination mit im besten Fall LED-Lights oder eben der Sonne, wie man rechts unten sehen kann. Und oben rechts sieht man einfach, wie ausgefuchst es auch ist, dass man mit einem Spotlight und 4 Reflektoren dann so ein super besonderes Lichtsystem aufbauen kann. Und trotzdem, wie gesagt, ist es noch ein großes Thema. Ich habe vorher kurz erzählt, dass einer der Oberbeleuchter, den ich jetzt erlebt habe, oder das war das Lichtkonzept von den Filmemachern, eben mit Dino-Lights arbeitet. Und da hatten wir diesen Akkuspeicher, den ich euch vorher gezeigt habe, auch im Einsatz. Und der hat bei der einen Produktion hat der den ganzen Tag gehalten. Und wenn eben diese Dino-Lights im Einsatz sind, dann ist der nach 2-3 Stunden leer. Und dann musst du halt den Dieselgenerator einschalten. Also die ziehen einfach wahnsinnig viel Strom. Genau, Hotspot 3, Reise und Transport, ist auch leider ein großer Anteil. Also bei manchen Filmproduktionen sind es 50% der CO2-Emissionen. Das heißt, als erstes sollte man immer schauen, können wir irgendwie weniger reisen und können wir die Leute in die Autos packen und die Autos voll machen. Wurde vorhin auch schon kurz diskutiert. Schauspieler müssen auch nicht mehr alleine rumkutschiert werden. Und dann im nächsten Schritt natürlich gucken, dass man umweltfreundliche Autos bekommt. Das ist, finde ich, ein sehr komplexes Feld. Ich finde es auch nicht so einfach mit den E-Cars, E-Autos, weil wir wissen es alle, noch verbraucht die Herstellung der Batterie unfassbar viel CO2 und noch sind wir nicht alle auf grünen Strom umgestiegen. Dann noch die seltenen Erden. Aber wir wissen alle auch, dass sich die Autoindustrie umstellt. Wir müssen mit den E-Autos dann in den nächsten Jahren leben und auch fahren. Und ich hoffe, dass sie dann einfach auch Batterien recyceln und eben
mit grünem Strom betrieben werden. Und aktuell empfehle ich auch E-Autos, weil im Vergleich zu einem Verbrenner ist es natürlich immer noch deutlich umweltfreundlicher, wenn man sie nutzt. Man muss halt nur gucken, wo sind die Ladestationen. Das kennt ihr ja. In Deutschland geht es halt nur gerade in den Städten. Super Alternativen sind die Hybridautos, also vor allem die Vollhybride, weil die haben noch Verbrennermotoren, aber haben kleine Batterien, die sich nur laden während des Bremsvorgangs. Und dementsprechend ist das ein super effizientes System. Und am allerbesten schneidet tatsächlich derzeit noch CNG, CNG ab. Ich bin total neugierig, kennt es jemand hier, außer der Paddy? Genau, weil ich bin immer wieder überrascht, also mir ging es auch so, es ist nicht so bekannt. Bist du schon mal eins gefahren oder? Nee, ich beschäftige mich halt aber mit Biogaserzeugung. Perfekt, aber da sieht man wieder, nur die Experten kennen es und es wird halt leider von der Autoindustrie nicht promotet. Das ist auch einfach ein Riesenthema für viele seit Jahren, weil viele dafür kämpfen, weil es hat tatsächlich wahnsinnig viele Vorteile. Also die Reichweite ist super gut, es verbraucht total wenig, der Tankvorgang dauert übrigens auch nicht viel länger als bei einem Verbrenner. Und sowohl die Abgase als auch der Feinstaub sind deutlich weniger umweltschädlich als bei Verbrennern. Und das Coole ist eben, Biogas interessiert mich danach auch, dass in Deutschland sind eben schon 80% Biogas im CNG-Tank drin. Und wir haben so um die 800 CNG-Tankstellen in Deutschland. Also man kann damit schon auch Produktion gut fahren. Wir hatten das bei unseren Eberhofer-Filmen bei der Konstantin. Ich habe immer wieder gefragt, also die Kollegen waren sehr, sehr zufrieden und konnten eigentlich alles, auch wenn sie auf Reisen waren, gut abdecken. Und gestern habe ich lustigerweise gelesen, dass Amazon jetzt mit 1000 CNG-Trucks eine grüne Flotte für die europäischen Cargo-Partner aufbaut. Und diese CNG-Trucks werden ausschließlich mit Biogas befüllt und deswegen sparen die dann 75% CO2-Emissionen ein. Also man sieht es auch, Leute die oder Firmen, die auf jeden Fall in Profit rechnen, nutzen das. Also ich finde es ein ganz interessantes Zeichen. Genau, wir haben in der Autoindustrie natürlich gerade noch das Problem, habt ihr bestimmt alle gehört, dass wir zu wenig Chips haben. Und deswegen hat mir auch ein Kollege von den Rentals neulich erzählt, dass die nächstes Jahr leider sehr wenig Autos zur Verfügung haben werden. Also es betrifft ja alle, aber wenn man dann umweltfreundliche Autos nachfragt, wird man noch schwerer es haben, als man es eh schon hat. Deswegen habe ich hier noch hingeschrieben, das Mindeste, was man machen kann, ist einfach Euro 6 Standard abzufragen. Die Abgasnorm, die kriegt man in den meisten Fällen auch. Genau, jeder weiß es, Flugreisen sind deutlich, deutlich CO2-intensiver als Zugreisen. Hotels sind tatsächlich noch ein großes Problem. Manchmal hat man Glück und man findet ein Hotel in der Nähe mit einem Umweltprogramm. Ich habe jetzt hier nur die internationalen Labels aufgelistet. Es gibt auch europäische und deutsche. Und wenn Sie dann eben so ein Programm haben, dann kann man das immer gegenchecken, wenn man sich unsicher ist, ob das Label jetzt gut ist. Natürlich Stichwort grüner Strom. Nutzen die grünen Strom? Haben die wirklich gute Sparmaßnahmen im Bereich Energie und Wasser? Trennen den Müll. Natürlich könnte man dann noch über vegetarische und vegane Angebote etc. weiter sinnieren, ihr könnt es euch vorstellen. Aber da kommt immer mehr und mehr, passiert immer mehr und mehr und ich hoffe, dass man in den nächsten Jahren dann tatsächlich auch überwiegend in Öko-Hotels schlafen kann, wenn man auf Set-Reisen ist. Genau, es gibt noch viele andere spannende Bereiche und da kann ich jetzt leider gar nicht drauf eingehen. Was ich total spannend finde, ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit dem Bereich Set-Deko, weil wir das noch nicht so richtig umsetzen konnten. Also ich bin mal gespannt, ob ich da auch noch irgendjemand finde, der schon Styropor ersetzt hat. Da gibt es sogenanntes Mycomaterial, was super cool ist. Das sind Pilzkulturen. Und die sind natürlich leider noch nicht überall zu haben und auch nicht wahnsinnig billig, aber da tut sich wahnsinnig viel. Und dann gibt es auch viele andere spannende Sachen, wie zum Beispiel
Hanfkalk aus Österreich, habe ich neulich recherchiert, der könnte Zement und Putz ersetzen. Das hat ja auch so eine schlechte CO2-Bilanz. Und da hoffe ich, dass ich in den nächsten Jahren irgendwo irgendwas mal ausprobieren kann mit den Kollegen vom Art Department. Da hatte ich auch schon mit der Szenenbildnerin vom Eberhofer gesprochen, die will das eine unbedingt testen. Und das wird dann ganz interessant, was klappt. Genau, ich will noch ganz kurz auf die Probleme und Herausforderungen eingehen, weil es so wichtig ist. Ich erlebe das ganz oft, dass die Leute aus der Crew relativ schnell und impulsiv reagieren und sagen, nee, das kann ich nicht machen, nee, das funktioniert nicht, das ist zu teuer, zu kompliziert, das haben wir noch nie gemacht. Obwohl ich so auch manchmal ganz einfache Vorschläge bringe oder noch gar nicht alles erklärt habe, was man machen könnte oder testen könnte. Und ich muss aber die Leute auch gleich verteidigen, zum einen, weil ich denke, sie haben auch einfach viel zu viel Arbeit auf dem Tisch. Und wir wissen es alle, Zeit ist Geld, gerade in der Filmproduktion. Andererseits möchte ich auch appellieren daran, dass man einfach sich dann manchmal die 5 Minuten nimmt, weil sie es lohnt, weil es einfach langfristig dann auch besser und manchmal sogar nicht nur grüner, sondern auch schneller funktioniert. Und genau deswegen ist auch die größte Herausforderung Kommunikation. Also man muss nicht nur überzeugen und überprüfen, sondern natürlich auch informieren. Deswegen habe ich noch ein Zitat rausgesucht. Ich hatte eigentlich, jetzt wo wir hier Deutsch sprechen, was von Harald Welzer rausgesucht. Der bringt es noch mehr auf den Punkt. Also Harari sagt halt auch, mit Fakten kann man die Leute nicht überzeugen, sondern mit alternativen Geschichten. Harald Welzer sagt es noch schöner. Er sagt, man kann mit der Klimakrise nicht gegen die Heilsbotschaft der Konsumgesellschaft anerzählen. Was ich total clever finde als Guide, weil wir wissen es jetzt nach irgendwie 50 Jahren Klimakrise, beziehungsweise schon länger, aber vor 50 Jahren war ja Club of Rome, waren ja die ersten, die das so wissenschaftlich profund veröffentlicht haben. Und wir wissen, mit Negativgeschichten und Ermahnen und Mahnen kommen wir nicht weiter. Wir müssen irgendwie positive Impulse setzen, positive Alternativen anbieten. Und das ist so ein bisschen das, was ich mir verinnerlicht habe. Genau, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir gehen jetzt über in den Teil, wo wir uns ein bisschen vielleicht austauschen können. Und die zweite Frage erübrigt sich. Was ist anders in euren Ländern? Mich würde jetzt einfach auch interessieren, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt oder ob ihr überhaupt schon Erfahrungen gemacht habt, was euch interessiert und wo ihr denkt, die größten Herausforderungen sind. Vielen Dank. Oder gibt es erstmal Fragen natürlich? Ich habe nächste Frage. Ich habe auch Mikros, wenn sonst die Menschen Fragen haben, ich gehe dann durch. Ganz kurze Frage, weil ich denke mir immer, dass in der deutschen Filmindustrie und auch in Fördersachen etc. sehe ich irgendwie ein großes Problem, dass man einfach strukturell ein Problem hat, auch Filmförderung zu kriegen und dass auch, ich denke mir, es geht meistens dann nicht um Visual Storytelling, weil das kann man günstig machen, sondern irgendwie um Effekte, um größere Sachen und irgendwie Leute, die schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre da sitzen und eigentlich auch schreckliches Kino teilweise machen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Geschichten schaue ich mir nicht gerne an. Und auf der anderen Seite gibt es ganz viele innovative Menschen, die ganz viele Filme machen für ganz wenig Geld, wo teilweise richtig tolle Sachen rauskommen, die viel klimaneutraler sind und viel alternativer, die nicht mal zur Sprache kommen. Und ich denke mir dann immer, wie unfair diese Verhältnisse sind und dass es eigentlich ein strukturelles Problem ist, das mit diesem Thema natürlich zusammenwächst. Weil ich meine, von meiner Position her als Filmemacherin, ich möchte Filme erzählen, ich möchte visuell erzählen und ich brauche zum Beispiel ganz viele Sachen von Geld nicht und auch viele Sachen wie, ich brauche auch keine große Produktion, ich kann auch ganz, ganz, ganz klein produzieren und tolle Filme machen und das gibt es auch wahnsinnig viele Beispiele. Es gibt Oh Boy zum Beispiel, der wahnsinnig erfolgreich war. Da denke ich mir irgendwie, kann ich auch so eine große Firma wie Konstantin mal so ein bisschen umstrukturell, also einfach ein bisschen anders denken, wie man Filme macht in Deutschland. Also ich freue mich über andere Wortmeldungen noch dazu, aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein total komplexes Thema, was man nicht mit einer Antwort irgendwie beantworten kann.
weil es ist auch so ein bisschen die Kulturhistorie hier. Ich finde es wirklich schwierig, das so runterzubrechen, aber klar, ich frage mich auch oft, warum wird der oder ein anderer Film überhaupt gefördert? Da gibt es ganz viele Gründe für. Vielleicht, Penny, kannst du was dazu sagen? Ja, also ich würd mich gerne... Ich bin leider alleine, deswegen muss ich drüber. Entschuldigung. Alles gut, nee, lass uns gerne im Anschluss einfach nochmal sprechen, da muss man in den Austausch treten. Ja. Also einfach mit den Produzenten in Kontakt treten, es werden immer gute Geschichten gesucht. Ja? Also ich wollte jetzt nur nochmal auch sozusagen laut sagen, ich finde aber, dass es jetzt nicht nur Mainstream-Filme gibt. Also wir haben jetzt heute klar mit der Konstantin, die aber auch unterschiedliche Filme macht, wir haben jetzt heute der Kosslick mit der Berlinale, aber... So, jetzt muss ich euch ansprechen, Entschuldigung. Aber wenn man jetzt auf Festivals unterwegs ist und auch wenn man sieht, was Nachwuchsfilme gefördert wird, dann sind die, finde ich, doch sehr unterschiedlich auch. Also ich finde nicht, dass man jetzt sagen kann, warum werden immer die gleichen Filme gefördert. Also geht es mir zumindest nicht. Darf ich ganz kurz noch dazu antworten? Ja, voll, das stimmt schon. Ich denke mir nur auch, weil das Thema irgendwie gefallen ist von, die haben ein großes Arbeitspensum beim Film, wo ich mir dann auch denke, wenn das Arbeitspensum so krass ist und wenn das, kann man nicht einfach strukturell generell anders denken und sich einfach ein bisschen anders denken in der Industrie etc. Das war so ein bisschen allgemein gemeint. Genau. Geht das Mikro? Ich probiere es einfach mal ohne Mikro. Ich gebe es Ihnen zu, bitte. Ich bin nicht aus der Filmbranche, ich bin ja von der Stiftung und zum einen wollte ich Ihnen sagen, wenn Sie sich für die Pilze interessieren, wir haben draußen eine Stipendiatin, die wir fördern, die gerade dieses Thema hat. Ja, also was man mit Pilzen alles machen kann, das ist wirklich wahnsinnig spannend. Und zum anderen finde ich wirklich dieses Thema Kulisse. Wenn man also allein schon diese ganzen Studios, wenn man diese Talkshows und wie oft sich da alles ändert, wo frage ich mich immer, was passiert mit diesen ganzen Sachen? Riesen Couch, riesen Tische, riesen weiß ich nicht was alles. Und das kostet ja enorm viel Energie in der Produktion und diese ganzen Filme noch dazu. Und da frage ich mich, wie viel ist da überhaupt virtuell dann möglich, dass das noch ein schöner Film wird? Wie viel Natur braucht man? Wie kommen wir dahin, dass wir weniger von diesen Gegenständen brauchen? Weil irgendwas muss man ja hinterher mit diesen Sachen machen. Und ständig überlege ich mir, wo tun die diese Sachen alle hin? Also wird schon auch viel recycelt, beziehungsweise eben Secondhand dann gekauft oder geliehen. Aber klar, wenn man große Studiobauten wirklich machen muss, was ja auch oft der Fall ist, dann müssen wir einfach umdenken und anderes Material nutzen. Und das ist eben, bis jetzt habe ich es noch zu wenig erlebt. Ich frage auch immer jeden, kennt irgendjemand da eine Geschichte vielleicht zu? Weil das finde ich eben so ein Thema, was, glaube ich, in den nächsten Jahren kommen wird oder kommen muss. Aber ich hatte das Gefühl, es wird noch nicht so viel gemacht. Paddy, hast du da im Arbeitskreis Beispiele gehört? Von Alternativmaterialien, mit denen gearbeitet wird? Ja, also es wird versucht, dass man eher recycelt. Ich muss jetzt noch ein bisschen lauter. Oh Gott. Ja. Es bleibt gleich bei dir das Mikro, Paddy. Oh, okay. Ja, also es wird wirklich, ja, wie du sagtest, also es ist hauptsächlich geht es in Richtung Recycling, dass man versucht, die Materialien wieder zu verwenden. Gerade solche Großrequisiten oder ne, Setdeck, das wird dann tatsächlich gerne angemietet. Aber wenn es lange steht in so Kulissen, wo es dann einfach an einem Motiv ist, dann werden die eher abverkauft am Schluss. Also Cast und Crew können dann auch Sachen abkaufen, die sie dann verwenden oder so. Oder die Sachen gehen in Film von die anschließend weiterverwendet werden. Frage nur kurz, gibt es vielleicht eine kleinere, was immer, Börse? Ja, also genau. Das wäre doch sinnvoll, sowas mal zu gründen, Kostüm, genau. Wo man Kostüme aus, also einfach nach historisch, wie viele historische Streifen sehen wir, also, fantastische Kostüme, also die müssten doch irgendwie auch... Genau, es gibt ganz viele Kostümfundi und ich habe auch mitbekommen, also es ist wirklich Wahnsinn, die sind auch sehr vernetzt mittlerweile, die Kostümbildner, und in jeder Stadt gibt es sehr viele Fundi. Und ich habe auch mitbekommen, eine Kollegin, mit der ich die Weiterbildung gemacht habe, ist auch Kostümbildnerin, dass manche eben planen, auch so einen Online-Fundus zu erstellen. Es ist nur einfach unfassbar aufwendig natürlich, wenn man jedes Kostüm fotografiert
und dann online stellt, weil man darf immer nicht vergessen, das ist jetzt auch nicht so ein lukratives Geschäft. Also das ist eben das Problem. Ja, super. Ich sehe es nämlich nicht so gut. Und dann dort hinten. Ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass es davon ziemlich viele gibt. Es gibt immer so Theaterkostümfunde in jeder Stadt. In Frankfurt zum Beispiel gibt es zwei richtig große. Da kann man auch als Privatperson hingehen und seinen Hochzeitsanzug leihen für 15 Euro pro Tag. Ja, genau. Das ist total cool. Man kann da alles Mögliche mitmachen. Und da muss man es, also die sind auch sehr flexibel, kann nach 3 Monaten zurückgebracht werden, ist total billig. Ja. Man muss es nur waschen. So, also es gibt da ganz, ganz viele Alternativen. Die kaufen auch Sachen an und ab. Alles Mögliche. Also gibt es sehr, sehr viel. Cool. Man muss inzwischen online bringen. Ja. Es gibt auch Secondhand-Portale, das fällt mir gerade ein, aber das ist halt auch viel so für den privaten Gebrauch. Ich glaube, da passiert ganz viel in den nächsten Jahren. Bei mir wäre es jetzt auch nur ein kleines privates Beispiel, dass ich über eine Szenenbildnerin auch von Treibgut erfahren habe hier in München, was eigentlich auch so ein Depot ist oder so ein Lagerraum für Szenenbild. Sachen, wo man ein Stück weit quasi das günstiger leihen kann, aber auch Sachen abgeben kann. Ich habe für meinen Abschlussfilm davor noch nicht gewusst, habe Sachen angeschafft und es aber im Nachhinein da abgegeben. Also hat mich dann gefreut oder auch mehr ein Netzwerk, was irgendwie halt irgendwie auch wachsen muss, dass man irgendwie davon mitbekommt. Da war auch die Anregung mal, das hier auch mit der HFF irgendwie größer zu kommunizieren, dass da irgendwie mehr Austausch ist, mehr Möglichkeiten. Genau, das wollte ich nur als kurzes Beispiel dazu noch sagen. Und noch ein Punkt, mehr als irgendwie Anregung, weil ich es auch, ich glaube, diese oder letzte Woche mit einem Oberbeleuchter auch hatte, einfach als, klar, Lichtdepartement hat große Energieressourcen, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, auch irgendwie ein Stadtstromnetz irgendwie anzudocken und sich da irgendwie mit kurz zu schließen. Ich bin jetzt selber nicht vom Fach, weiß nicht, wie das technisch umsetzbar ist, aber weil wir eben auch drauf gekommen sind, dass Jennys eben alles andere als irgendwie umweltschonend sind. Ja, genau. Ja, da hatte ich tatsächlich viel mit zu tun diesen Sommer und diesen Herbst, weil wir haben jetzt gerade, also die Konstantin hat gerade hier einen Film gedreht mit in der Innenstadt, die hatten 2-3 Location-Wechsel pro Tag und dementsprechend kann man dann leider auch nicht immer quasi vor Ort den Stromanschluss nutzen, beziehungsweise gibt es auch oft nicht den Stromanschluss, den du brauchst, was wirklich total schade war, weil ich habe es dann selber versucht nochmal nachzuvollziehen, manchmal. Also da war ein Dreh in einem Restaurant und wirklich Luftlinie, 8 Meter entfernt waren Stromkasten von Stadtwerken München, aber dazwischen war eine Straße. Und wenn du halt dann nur 1-2 Tage drehst, du darfst das Kabel nicht über die Straße legen, du musst aufwendige Kabelbrücken bauen, das kostet einfach normalerweise viel Geld und deswegen hat man es dann nicht gemacht. Und das finde ich halt muss sich ändern, also es muss einfach auch von der Stadt München aus da bessere Möglichkeiten oder Kooperationsmöglichkeiten geben. Ich habe mit denen ganz viel ausgetauscht und also die reagieren super schnell. Also du kriegst total schnell eine Übersicht, wo ist der nächste Stromkasten, was ist das für ein Anschluss. Es lohnt sich immer, die zu fragen, weil oft habe ich schon geschafft, dann die Kollegen vom Dieselgenerator abzubringen und dann ging es. Aber in manchen Fällen hast du einfach blöde Zufälle wie eben die Straße. Ja? Also man kann auch 100 Meter ein Kabel am Bürgersteig langlegen. Es geht alles, wenn du es ordentlich vorher irgendwie mit einem Elektriker oder mit, weil du so coole Teamleute hast, die halt genau wissen, was sie verbrauchen, kalkulieren kannst, welchen Stromanschluss du brauchst und wie viel Stromabfall du dann hast, wenn das Kabel lang ist. Aber auch das ist einfach auch nur Recherche. Also das kann man echt ganz cool oft besser machen. Aber, wie du schon sagtest, auch das ist ein Thema und ich bin ja auch im Verband der Green Consultants und wir wollen da auf jeden Fall auch mit den Stadtwerken München nächstes Jahr mal sprechen, weil es wurde auch schon diskutiert, ihr habt es bestimmt gehört, München will ja auch in ein paar Jahren klimaneutral sein, dass Dieselgeneratoren verboten werden in der Innenstadt. Und dann muss man ja irgendwie Alternativen finden und ich hoffe eben darauf, dass die dann einfach das besser bewerkstelligen oder unterstützen, dass man Kabelbrücken einfacher, günstiger baut. Das ist so mein. Ja, auch besser durch Ladesäulen, wenn die dann an Ladesäulen angeschlossen werden können, die Beleuchtung genau. Und Kabel. Super Idee. Genau, das haben wir auch mit diesem Akkuanhänger, den ich euch gezeigt habe, tatsächlich auch schon gemacht. Der wurde einfach dann zwischendurch geladen an der Ladesäule ums Eck. Super Idee. Genau, das ist zum Beispiel eine gute, große Chance. Ja. Diana. Ja, ich wollte auch
Ich kann es einfach mal einbinden. Auch die Frau Malschneider einbinden ins Thema, oder genau, weil ich glaube, es ist eine gute Zeit. Also ich habe gesehen, wie schnell das Thema Diversität rumging und vielleicht nicht ganz so schnell wie gewünscht, aber dennoch innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich viel getan, im Thema Frauenquote hat sich viel getan und ich glaube, ich will dich ermutigen, Judith, weiter da dran zu bleiben, weil ich glaube, das ist das Thema der Zeit, deswegen sitzen wir auch heute hier und ich weiß nicht, wie Sie das sehen, deswegen, das ist meine Frage auch an Sie. Ich glaube, diese Themen werden doch jetzt sehr schnell möglicher, oder? Also ich könnte mir vorstellen, die Zeit ist einfach gut. Oder sehen Sie die Wirtschaft immer noch, die wirtschaftlichen Bedenken immer noch so stark, dass Sie sagen, also, das dauert alles und da wird sich niemand danach richten und so. Ich kenne jetzt das Thema, mit dem habe ich jetzt heute das erste Mal, die verschiedenen Branchen kenne ich nicht so explizit, aber das ist tatsächlich einfach das Thema, wie es in die Köpfe reinkommt und wie man es wiederholt und wiederholt und wiederholt. Das ist immer, immer so, ja. Das sind diese Schleifen, die, und es braucht viele Leute, die mit viel Engagement drangehen. Und das ist natürlich toll, wenn das jetzt kommt, aber es ist natürlich auch so, wie der Herr Kostik gesagt hat, ja, wenn das Geld, mit dem Geld steuert man. Und das ist bei den Aktienfonds nicht anders. Wenn da entsprechend Druck dahinter ist, dann passiert es. Also, und schön zu hören, dass es in dieser Branche ist. Es ist, mich erstaunt es immer, dass es in anderen Branchen nicht so ist. Die sagen dann immer, ja, wir haben ja keine Zeit zur Forschung gehabt. Da denke ich mir immer, was habt ihr die letzten 20 Jahre für Nachrichten gehört? Also war nur ich diejenige, die Zeitung gelesen hat? Oder, also das ich ist schön. Ich glaube, dafür ist die Medienbranche gut. Und deswegen wir brauchen einfach, das ist ja auch eine Idee, warum wir diesen Climate Clip Award ja auch fördern, einfach weil es Multiplikatoren sind, ja, und das ist auch bei unseren Doktoranden so, wir versuchen immer, dass es Multiplikatoren sind und nur dann, also wenn es viele, viele, viele wenige oder wenige gibt, die dann viel, viel, viel mitnehmen, dann geht es und es braucht auch dieses Zeitmomentum und ich hoffe, dass wir das jetzt echt haben und da war natürlich Fridays for Futures auch toll, aber manchmal ist man natürlich schon frustriert, ja, aber hoffen wir es einfach, dass es geht und es ist super und wir wünschen uns, dass es so weitergeht, ja. Darf ich mal kurz in die Runde fragen, ihr seid ja auch, sollt ihr auch ein paar Filme machen da von der HFF. Habt ihr bei euren Filmen auch schon irgendwie darüber gesprochen? Hat sich das von selbst ergeben, das Thema irgendwie nachhaltiger zu arbeiten? Oder wie war das bei euch? Hat jemand was zu berichten dazu? Hallo, ich bin selber gar nicht Student an der HFF, aber angehender Produzent und wir hatten letztens ein Kurzfilmprojekt, wo wir sehr top-down beschlossen haben, wir wollen das so nachhaltig wie möglich gestalten und eben zum Beispiel die Kontrolle über das Catering komplett übernommen haben, aber auch eben sowas wie Carpooling, was du angesprochen hast, komplett organisiert haben, weil wir gemerkt haben, das kommt halt nicht von alleine, auch wenn alle sagen, das ist so wichtig und so gut und das sollten wir unterstützen. Und genau, also wir haben eben da so ein bisschen so eine Differenz gemerkt zwischen, sagen wir mal, Meinung und Handel und haben eben gesagt, okay, wir machen das dann selber, übernehmen das dann eben. Ja. Und das war nicht euer Kurzfilm, also ihr wart nicht die Produzenten, oder doch? Doch, also Nein. Wir haben eben als Produktion gesagt, wir wollen das so machen, ja. Haben dann eben auch diese Unterstützung der Department Heads an sich gekriegt, so ja, das ist gut. Ja. Haben natürlich zum Beispiel auch mit LED-Licht gearbeitet, natürlich aus Kostengründen und so weiter und aus Zugänglichkeitsgründen. Aber man hat dann so beim eigentlichen Arbeiten am Set auch eben gemerkt, oh, das ist jetzt irgendwie völlig in den Hintergrund gerutscht. Ja. Aber das ist echt der beste Weg. Also wenn du als Produktionsfirma das von Anfang an festlegst, dann einfach möglichst früh mit den Leuten drüber sprechen, mit jeder Abteilung. Und dann wird man beim ersten Mal nicht alles gleich so super machen, aber trotzdem vieles verändern und verbessern. Und dann beim zweiten, dritten Mal holst du dann einfach alles raus und man kann sich halt stetig verbessern. Manchmal ist es ja auch nicht möglich, die Alternativen zu nutzen, weil man sie einfach nicht hat. Also deswegen ist auch immer, finde ich, so ein guter Tipp, was wir alle machen, automatisch schon viele Leute, die nachhaltig leben, dass man auch immer eine Nachfrage erzeugt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich frage ganz oft irgendwie, habt ihr Biofleisch im Restaurant? Weil ich bin nicht Vegetarierin und ich esse kein Massentierhaltungsfleisch. Das heißt, ich esse in den meisten Restaurants einfach kein Fleisch. Und dann frage ich immer und ich nerv die Leute damit. Und das ist, finde ich, eben auch in der Filmproduktion so.
wenn man die Rentals oder die ganzen Dienstleister nicht fragt, ja, habt ihr denn eine Alternative, dann kommen die ja zum Teil auch gar nicht drauf. Und das geht ja dann einfach so immer Schritt für Schritt weiter, einfach diese Nachfrage erzeugen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich hätte noch einen Punkt vielleicht. Wenn man bei diesem Filmabspann im Kino oder vorher sagt, dieser Film ist jetzt grün produziert. Also dieses Label, ich weiß nicht, ob das ein Label ist, was Sie am Anfang gezeigt haben, wo man dann sagt, okay, aber das muss dann auch hin, sodass man dann tatsächlich sagt, okay, das ist jetzt mal, das sozusagen Druck aufbaut über die Konkurrenz. Ja? Also hier dieses Label ist jetzt da, aber es muss natürlich an der Stelle kommen, wenn es dann ganz am Ende vom Abspann ist und keiner mehr sieht, macht es keinen Sinn. Wenn im Vorfeld eingeführt wird, dieser Film ist green produced, dann hat das natürlich einen besseren Effekt. Aber das wäre schon auch, denke ich, was, wo man sagt, okay, wenn man jetzt immer sieht, auch im Fernsehen, ob der vielleicht mal sieht im Abspann, der ist grün produziert, vielleicht hat das ja dann auch irgendwann eine Wirkung, ja, dass man sagt, okay, sowas wie den Eberhofer, das kann man einfach heutzutage nur noch grün produzieren. Genau, der wird schon jahrelang grün produziert. Ja, aber es ist schade, dass man es da nicht weiß. Genau, ja. Und ja, also dann hat es ja keinen Nachahmereffekt. Also das heißt, man muss es irgendwie besser labeln, genau. Man muss es besser bewerben. Und wir haben da Pressearbeit gemacht, aber das reicht nicht, gebe ich Ihnen total recht. Und die Paddy wird es jetzt gleich bestätigen, das Label ist dafür da, auch damit zu werben. Also Plakate und Marketing soll man da natürlich auch mitschmücken. Ja. Ja. Also, ja, genau, also das kann ich bestätigen. Dieses Green Motion Label ist dafür gedacht. Und bevor man das bekommt, das wird anhand des CO2-Rechners auch verifiziert, dass die Produktion wirklich grün war und nicht nur Greenwashing war. Also es wird wirklich geprüft, auch von der PwC. Steht man mal wieder auch noch. Auch aus. Alles aus. Mhm. Aber wir hören euch. Ja. Man könnte das ja auch, weiß ich nicht, in die Fernsehprogramme mit reinschreiben. Ja. Also man könnte ja überall grüne Punkte machen und sagen, okay, das sind jetzt die, die tatsächlich grün produziert sind. Ja. Also im Fernsehen auch. Also in dem Bereich Mikro auch Fernsehproduktionen sollen die das Label bekommen. Huch, es ging wieder. Ja. Nur ganz kurz. Also ich bin auch gespannt, eben weil ja BKM und FFA ja auch dieses bundesweite Zertifikat jetzt erarbeiten. Und das wird dann interessant, gell? Dann hat man mehrere Zertifikate, mehrere Labels, was sich da langfristig durchsetzt, wie das dann sich entwickelt, das ist auch eine gute Frage, gell? Weiß ich auch nicht. Ja. Aber ich sehe es genauso, eigentlich bräuchte man eins, was dann jeder kennt, im besten Fall, was seriös ist. Ja. Ich wollte noch mal kurz andocken an das, was wir Studierende als Erfahrung haben. Also super. Ich muss aber dazu sagen, dass die Art und Weise, wie zum Beispiel ich jetzt als Regie meine Filme dabei gemacht habe, an der Schule sehr punkig ist und sehr nicht in dieses wirtschaftliche Ding geht, weil wir haben einfach Sachen vegan, also wir haben teilweise Catering mit Dumpstern und halt einfach Firmen genommen, wo wir wissen, das sind Biobauern, die können uns da noch was abgeben und da noch was abgeben und da kriegt man eigentlich relativ viel zusammen. Mhm. Und es ist eigentlich erstaunlich, was man da alles irgendwie zaubern kann mit nichts, also kein Geld. Ja, genau. Zum Beispiel, was das angeht. Oder ich weiß auch nicht, wenn man sich Stories überlegt, die nicht viel, die schön sind, aber halt nicht aufwendig produziert werden müssen und sich auf die Charaktere konzentriert oder Bilder sucht, eine Bildsprache sucht, die wahrscheinlich sogar besser funktioniert. Es kommt ja immer darauf an, auf den kreativen Prozess, was man erzählen möchte. Mhm. Aber da gibt es so viel Mittel, das kostet eigentlich fast nichts. Ja, genau. Das ist eben auch dieses Vorurteil. Alles ist teurer, wenn man grün produziert. Nee. Stimmt tatsächlich gar nicht. Es gibt Bereiche, wo es teurer wird, aber auch nur, weil die Alternativen noch sehr viel nachgefragt werden und daher noch teuer sind. Die werden aber auch günstiger. Also zum Beispiel irgendwelche Akkutrailer. Und auch der unterm Strich war jetzt bei Freibad, die Rechnung muss ich noch machen, Paddy. Wahrscheinlich gar nicht so viel teurer, weil man ja auch diesen Dieselgenerator bezahlen muss und den verbrauchten Diesel. Also das muss ich noch fertig rechnen. Aber ich glaube eben auch, wie du sagst, wenn man so ein bisschen selber mitgestaltet und selber hinterfragt, dann kann man unfassbar viel schaffen, auch in einer einfachen, günstigen Art. Bei mir wäre es auch eine ganz kleine eigene Erfahrung, aber auch angeknüpft auf eine Frage. Ich bin selbst im Hintergrund noch nicht an der HFF, aber habe meinen Abschlussfilm einmal inhaltlich dem Thema gewidmet. Aber also persönlich, was mir auch wichtig, halt auch seitlich hinsichtlich der Produktion, also ich habe selber auch produziert, da einfach Möglichstes zu machen, dass es halt
nachhaltig ist. Ja. Habe dann auch auf einer Website Werbefilmproduzenten auch eine ganz gute Übersicht gehabt, was man einfach so machen kann. Das war jetzt eine No- bis Low-Budget-Produktion. Also war es eben ein kleiner Rahmen, wo man auch mit Catering, mit schon ein bisschen was machen konnte. Rein Interesse halber, ich habe bisher immer nur so CO2-Rechner englischsprachig gefunden. Gibt es denn da auch irgendwie was Einfaches, Simples auf Deutsch, weil sonst muss man sich da voll reinfixen. Ja klar, genau, das ist der Rechner von der MFG. Du kannst jetzt tatsächlich schnell googeln und du kannst den umsonst nutzen. Du kannst einen Zugang beantragen und ein Projekt umsonst nutzen. MFG CO2-Rechner, also von der Förderung MFG. Ich habe jetzt hier leider kein Netz, aber das hast du schnell gegoogelt. Und den habe ich jetzt dieses Jahr schon viel genutzt und der verändert sich jetzt auch. Also ich muss auch dazu sagen, den gibt es erst seit ein paar Jahren und der hat natürlich auch noch Fehler in den Algorithmen oder im System. Das wird aber ständig diskutiert und ich habe auch mit denen direkten Draht und da kommt viel zurück. Und die überarbeiten den gerade und nächstes Jahr gibt es dann auch eine neue Version. Aber es macht jetzt schon mal Sinn, reinzugucken, weil das ist schon sehr übersichtlich und macht Spaß, in Anführungszeichen, weil man halt wahnsinnig viel lernt, so was dann was ausmacht. Also nur ein Beispiel jetzt mit dem Fehler. Ich habe neulich kritisiert, dass die Hotelübernachtung so einen unfassbar großen Teil von CO2-Emissionen hatte, weil zum Beispiel in München haben wir 70% Ökostrom im Netz und die nehmen natürlich einen Durchschnittswert, einen bundesweiten Durchschnittswert und dann war bei einer Produktion waren die Hotelübernachtungen viel, viel höher im Säulendiagramm als die Reisen und das war für mich einfach klar, das kann nicht stimmen. Aber eben weil ich wusste, wir haben hier Ökostrom, das habe ich jetzt zum Beispiel auch hinterlegt. Also ich will es nur gesagt haben, es ist super für so einen ersten Entwurf, weil man halt einfach auf einmal damit lernt zu arbeiten und so ein Gefühl zu kriegen. Aber die überarbeiten das und ich glaube, ab nächsten Jahr ist es dann auch einfach super professionell. Ja, genau, cool, da ist er. Und es ist relativ, also man muss so ein paar Dinge, wenn man sich da anmeldet, so ein paar Dinge muss man tatsächlich abfragen, weil was so ein bisschen fehlt, sind so Informationsbuttons, was man von anderen Programmen kennt, was muss ich jetzt hier wie eingeben. Also manchmal ist es schon so ein bisschen komplex. Aber es gibt Bereiche, wo man ganz schnell reinkommt und ganz schnell eben mitarbeiten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser BBC-Rechner, der Albert-Rechner, auch Freeware ist. Den würde ich ansonsten unbedingt empfehlen, weil die da schon länger dran arbeiten und das einfach auch super ist, wie die BBC das macht. Aber auch der MFG-Rechner ist super und wie gesagt, noch besser. Ich hätte jetzt noch mal eine Frage. Ich bin ja nun absolut nicht im Thema drin, was die Filmproduktion betrifft, aber es gibt doch so Menschen, die suchen dann diese Locations aus. Ja, Location Scouts, ja. Genau, und dass man auch bei denen schon ansetzt und sagt, sucht Locations, die schon einen großen Anteil an oder wie auch immer haben. Es ist noch zu wenig Thema, deswegen habe ich mir jetzt auch bei dem letzten Keen to be Green Termin gewünscht, das war so ein Branchentermin online mit 200 Leuten, dass man einfach ganz früh mit Filmemachern, also Regisseuren, Regisseurinnen und Produzenten ins Gespräch kommt, weil man solche Dinge halt einfach nur steuern kann, wenn man wirklich schon Monate vor Drehstart mit bespricht, mitentwickelt, mitschaut, was kann man machen. Weil das sind einfach manchmal so Hauptmotive, die werden manchmal schon sehr früh gefunden. Und wenn die gefunden sind und entschieden sind, dann wird da selten was verändert. Aber klar. Genau. Aber manchmal gibt es ja die Gaststätte, die auch vielleicht auf der Straßenseite liegt, wo der Strom ist. Also genau. Und dann, das genau. Ist ja auch möglich. Oder absolut. Dass man einfach Räumlichkeiten sagt, okay, wir gehen lieber in Häuser, die schon CO2-neutral sind, wie in einen Bauernhof, der vielleicht noch, weiß ich nicht, mit Öl beheizt wird. Oder absolut. Sowas. Das wird zum Teil auch schon gemacht, von der Konstantin zum Beispiel. Aber ich glaube auch, da kann man auch noch mehr machen. Auf jeden Fall. Kann man da nicht auch noch mehr zurückgehen? Weil ich denke mir, was das Visual Storytelling angeht, ich meine, wenn man jetzt einen Film schreibt auf einen Charakter, auf einen Ort, den man vorher schon kennt, der wahrscheinlich vielleicht sogar einfach klimaneutraler ist als jetzt zum Beispiel ein anderer, dann hat man auch prinzipiell als
Regie und auch als Kamera viel bessere Chancen, besser zu erzählen, als wenn man jetzt alles anpasst und halt irgendwie auch teilweise Locations sucht, die einfach so kein Leben auch erzählen. Also das ist ja auch irgendwie teilweise, merkt man ja auch inhaltlich in den Filmen. Und ich meine, im Gegensatz zu hier ist ja in Hollywood ist ja Geld dafür, so Studios, dass man wirklich alles exakt nachbaut, damit der Regisseur, die Regisseurin halt dann irgendwie das so machen kann. Aber ich denke mir, wir als junge Regieleute können uns ja dafür einsetzen, dass wir von vornherein schon Stories machen, wo wir die Locations kennen oder die auch neutral sind. Also ich nehme jetzt echt nochmal das Beispiel Oh Boy, wo man einfach durch Berlin rennt und einfach die Charaktere aber auch kennt. Ja. Und deswegen wird es so gut. Ja, ja, genau. Ja, deswegen habe ich auch vorhin gefragt, weil ich ja auch davon ausgehe, dass in eurer Generation von Haus aus mehr damit dran gedacht wird. Und was die Patty vorhin schon meinte, auch die Arbeitgeber realisieren das, dass das einfach stattfinden muss. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass man einfach, dass sich das sowieso mitentwickelt. Patty, ich habe eine Frage an dich als junge Regisseurin. Bist du bereit, dein Wunschmotiv fallen zu lassen, wenn es nicht nachhaltig ist? Bist du bereit, deine Wunschbesetzung fallen zu lassen, wenn die darauf besteht, am Wochenende nach Hause zu fliegen, wenn sie nur 2 Tage frei hat, um ihr Kind besuchen zu gehen? Also ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Frage. Ich glaube, dass ich jemand bin, der sich generell Motive aussucht, die nicht viel kosten. Aber ich denke mir, ja, bin ich. Ich bin aber auch generell, finde ich, ein Work-Life-Balance sollte sich ausgehen, sodass die Schauspielerin oder so nicht nach Hause fahren muss deshalb oder fliegen muss vor allem. So castmäßig, wenn sich da wer auflehnt und irgendwie, ich denke mir, sozial oder halt irgendwie auch so klimagegnermäßig ist, dann möchte ich, glaube ich, auch nicht mit der Person arbeiten. Es gibt einfach Grenzen, denke ich mir, auch wenn die super ist, so vom Acting. Aber ja, ich denke mir, das sind Sachen auch, die man im Vorhinein eigentlich schon planen sollte. Und wenn es so sein würde, dann muss man nach Alternativen suchen. Aber dann denke ich mir auch, sollte die Zeit den Filmemachern gewidmet werden, dass man sich kreativ auseinandersetzt damit dann und die Geschichte gestaltet, weil die Geschichte ist das Wichtige. Und dass man vielleicht Strukturen überlegt, wo man halt Produktionsmodelle überlegt, wo man vielleicht insgesamt mehr investiert, aber dann auch mehr rauskommt dabei. Also ich bin keine Produzentin, aber ich denke mir, das wäre doch irgendwie möglich. Klingt total gut. Das Ganze muss nur noch funktionieren unter Druck. Ja, genau. Und bei großen Projekten auch. Und auch bei großen Projekten. Genau, also mit finanziellem Druck, mit Zeitdruck und so weiter. Wenn es da dann noch funktioniert, dann ist das perfekt. Aber der Ansatz ist super. Freue ich mich total. Genau, ich wollte kurz anschließen. Und zwar habe ich 2 kleine Fragen. Und zwar die erste ist, ich habe die Postproduktion in deiner Präsentation gar nicht gesehen. Ist sie tatsächlich nur so ein kleiner Anteil oder ist es noch nicht wirklich mit inbegriffen? Also erstens hatte ich es bei den CO2-Emissionen schon kurz gezeigt. Und hier auf dieser Seite links unten, als ich meinte, wir können aus zeitlichen Gründen nicht auf alles eingehen, aber du hast natürlich total recht. Wie gesagt, in einer halben Stunde ist es unglaublich schwierig, alle Bereiche anzusprechen. Und ich hatte ja erzählt, dass eben IT und Streaming so ein Riesenthema sind. Also was man da einfach auf jeden Fall beachten muss, ist nicht nur die Auflösung, sondern auch das Drehverhältnis natürlich. Logisch, also da kennen wir auch Beispiele, wo man einfach unfassbare Datenmengen hat, mit denen man jonglieren muss. Und das macht dann bei 4K natürlich schon was aus. Und da gibt es auch noch viele andere Themen, gute Programme zum Beispiel, mit denen man arbeiten kann. Genau. Jetzt muss ich nur von der Stiftung einhaken, weil ich glaube, wir müssen jetzt an der Stelle dann Schluss machen. Und weil ich glaube, die anderen kommen dann hier in den Audimax mit rein. Aber vielen herzlichen Dank. Es war total spannend, auch aus der Branche zumindest für mich jetzt was mitzubekommen. Vielen Dank fürs Kommen und Zuhören.